haben, oh, dieser Flex, der hat sich die letzten 8 Monaten so viel Wissen angeeignet, lieber gehen wir da nicht hin, weil der macht Kurzprozess mit uns. Das ist so. Und ich würde auch einen Kurzprozess machen, weil ich hasse Lügen. Guck mal, wir hatten einen Moslem gestern gehabt, ja, der war ehrlich, der ist reingekommen und hat gesagt, er hat nicht viel Ahnung und er hat gesagt, viele Sachen, ja, sind natürlich komisch und er zweifelt selber ein bisschen, ja. Ist so. Aber kleinen Moment. Takfir, Ihabada. Takfir, wenn Rebekka 3 war, komm hoch. Ah, Zeig uns das in der Bibel. unfassbar, ne? Komm hoch. Zeig uns das in der Bibel, dass Rebekka 3 war. Komm mit deinem Account hoch Ekelhaft, und wirklich. sprech mit Flex. Komm hoch. Ich küsse doch dein Herz. Wenn Rebekka 3 war, komm hoch. Yalla Aziz, mein lieber Muslim. I kiss your heart. Komm hoch. Ne? Guck mal. Jetzt, wir sind jetzt alle kurz ruhig. Jetzt gucken wir mal, ob du eine Anfrage schickst. Ich küsse doch dein Herz. Wir warten jetzt alle. Wir bleiben jetzt alle mal ganz ruhig. Weiß man, was man, weißt du, was ich dazu sage? Feigling. Ja, also ich bin immer in der Liebe, aber das ist schon sehr, sehr, ja, Feigling. Ne? Das ist Bellen, ohne überhaupt den Text zu verstehen. Ne? Schade, schade, schade. Das ist wirklich sehr feige, ja. Vor allem Naja. einfach nur sagen, Rebecca war drei, ohne irgendwelchen Quellen zu nennen. Genau. Da kann ich auch alles sagen. Ja. Problem ist, wir haben Wisst aber ihr, warum Quellen. die Muslime, wisst ihr, warum die Muslime das rechtfertigen wollen? Die Was tun denn? das rechtfertigen mit Aisha, weil Aisha war ja 6, das steht ja in den Hadithen, dass sie 6 Jahre alt war und die Ehe wurde ja mit 9 vollzogen, ja, und deswegen versuchen sie in der Bibel das mit Rebekka zu rechtfertigen, indem sie sagen, Rebekka ist 3. Aber jetzt an die lieben Muslime, die hier sind, ja. Kann eine Dreijährige 20 Kilo Krug tragen mit Wasser und 30 Kamele versorgen? Nein, das kann eine Dreijährige nicht. Kann eine Dreijährige 2 Nationen auf die Welt bringen? Nein, das kann eine Dreijährige nicht. Kann eine Dreijährige Zwillinge gebären? Nein, das kann eine Dreijährige nicht. Deswegen, meine lieben Muslime, ihr seid schon Lügner. Eure Nase ist schon so groß, also dass euer lieber Gott oder euer Gott, den ihr Gott nennt, euch überhaupt im Paradies aufnimmt, ich glaube nicht. Durch eure ganzen Lügen, ich glaube nicht, dass Gott euch aufnimmt. Da bin ich fest davon überzeugt, dass Gott solche Lügen sowieso nicht duldet. Ne? Also ihr habt solche Pinocchio-Nasen, das ist der Wahnsinn. Pinocchio-Nase bis zum geht nicht mehr. Das ist der Wahnsinn. Also eure Lügen, dass ihr es schafft, überhaupt so oft zu lügen, das ist schon hart, ne, liebe Muslime. Das ist hart. Ne? Die wollen das rechtfertigen, dass sie im Inneren rein sind. Verstehst du, was ich meine? Weil im Sind Endeffekt, die guck aber mal, nicht. aber du verstehst, was ich meine, Bruder. Das Problem ist, guck mal, wenn jetzt dir irgendjemand was sagt und sowas, du versuchst es so gegen argumentieren, damit du so im Inneren so versuchst zu rechtfertigen, warum du überhaupt in dieser Religion noch bist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Darum geht's. Guck mal, weißt du, was lustig ist, Survivor? An die ganzen christlichen Brüder und Geschwister. Moment. Bin sehr genervt von dieser Lüge. Ich weiß Dropkick, ich weiß Dropkick. Guck mal, das Lustige an der ganzen Sache ist, Leute, ist euch mal aufgefallen, Leute, die stellen keine Anfrage. Die haben Angst. Ja, die Ja, wissen die haben das Angst. Lügen. Die wissen Weil das. ich gebe biblische Antworten. Und die Muslime können nicht. Die können nicht, ihr habt Angst. 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 Sobald sie hoch. Guck mal, wir hatten vorgestern den Tauhid gehabt. Tauhid ist hier hochgekommen. Ja. Ja? Und dann spricht er über Heilige Geist, über die Steinigung und hat gemeint, hey, Maria hat aber ein Kind bekommen, normalerweise hätte sie gesteinigt werden müssen. Ja? So. Und dann haben wir ja alle, erinnert ihr euch, Leute, alle, die da waren im Stream, wo Tauhid hier drinne war, mal ein Herzchen, die alle da waren. Weil Tauhid war ja vorgestern oder gestern da. Wer ist damit vertraut? Vorgestern, da waren wir beide drin. Wir beide waren Das drin war mit dem. vorgestern, genau, Ja. da waren wir beide hier drin. Ja. So, was haben wir zu Tauhid gesagt? Da haben wir Tauhid gesagt, okay,
wenn es eine kritische Bibelstelle gibt, ja, und er sagt, okay, hey, normalerweise müsste sie gesteinigt werden, hätte müssen, weil Maria Jesus auf die Welt bekommen, also gekriegt hat oder bekommen hat, was auch immer, dann müsste eigentlich Maria gesteinigt werden. Und er wollte darauf hinaus, warum wurde sie denn nicht gesteinigt? Also er hat eine dämliche Frage gestellt, wo ich mir echt gedacht habe, so, okay, wenn das so ist, dann no problem, bring uns die Quelle. So, ich und Survivor, ja, alle, ihr seid alle meine Zeugen, die da waren, ja, wo Tauhid hier drin war. Da haben wir gesagt, gut, wir lehnen uns jetzt mal zurück. Und 15 Minuten meines Lebens hat Tauhid, der hat einfach meine Lebenszeit verschwendet. 15 Minuten lang. Und dann sagt er, okay, ich bin gleich wieder da, macht Kaffeepause, yeah, kommt wieder rein und dann sagt er, ah, Flex, du hast mich nicht richtig verstanden. Hä? Du hast in der Zeit gesagt, ja, du bringst die Bibelstelle. Aber dann kommt er wieder rein und sagt, ah, du hast meine Frage nicht richtig verstanden. Wer ist mein Zeuge? Survivor, du warst ja da. Natürlich, Bruder, natürlich. Ich war auch mit dabei. Ja? Der hat um den heißen Brei geredet und alles hin und her nur. Nur Müll. Ja, nur genau. Müll. Und deswegen das Video, ich werde das nochmal hochladen, ich muss mir das mal ganz genau anschauen, was er nochmal gesagt hat, und dann lade ich das nochmal hoch, Leute. Also Müll ohne Ende. Der Kerl hat Müll gelabert ohne Ende. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, gut, dann bring uns die Bibelstelle. Gar nichts. Ich und Survivor, unsere christlichen Brüder und Geschwister, wir haben alle gewartet. Er ist wie ein Mann reingekommen und wie eine Frau wieder rausgegangen. Ganz ja, genau. Ja, es ist so. Ist so. Das ist einfach so. Weil wenn du schon über die Bibel, wenn du die Bibel schon angreifen tust, ja, und du sagst, hier ist eine kritische Stelle, dann ist doch kein Problem, lass uns darauf eingehen. Weil wir wissen ganz genau, in der Bibel, wir haben einen Kontext, den man beachten muss. Ja. Dann gehen wir darauf ein, ist kein Problem, und lesen und schauen uns das mal an, ob du wirklich verstanden hast, um was es da geht. Aber meistens, falls euch das mal aufgefallen ist, die kommen, ja, und ihr müsst wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Das geht auch an die Brüder und die Geschwister hier, ja. Die stellen rhetorische Fragen und lassen die Bibel weg. Ist euch mal aufgefallen, die kommen nie mit Quellen. Wem ist das aufgefallen? Spätestens vorgestern ist es mir aufgefallen, Bruder. Die reden ohne Quelle. Da muss man sehr aufpassen, ja. Das ist die Taktik von Denk nach. Wer den Denk nach kennt, der weiß genau, was ich meine. Der Kerl kommt rein. Die Menschen. Er ist so schlimm, dieser Typ, wirklich. Sehr schlimm. Der kommt rein, der stellt eine kritische Frage und er fügt noch Wörter hinzu und lügt auch noch gleichzeitig, ja. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich finde, die verwirren die Menschen und tun einen auf Profi dabei, obwohl das alles nur Lüge ist. So. Genau. Also da sind die alle richtig talentiert. Und wenn das nicht durchkommt, dann sind die Profi die zweite Sache im Beleidigen. Genau. Und bei jemanden runtermachen. Absolut. Hallo, absolut. Flex. Zitat Ende. Und eure Familie. Flex, ganz kurz. Hier ist einer im Chat, der fragt mir die ganze Zeit hier. Und ja, wegen Rebecca, dass die unfruchtbar war. Ja. Kannst du da nochmal drauf eingehen, weil er hat nicht so viel Stimmen oder Follower, dass er hochgehen kann. Ich verstehe dich ganz schlecht, mein Lieber. Warte mal, ganz kurz. Ja. Und ich bin auch gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Bruder, frag dich, bist du da? Ja, ich bin hier. Kannst du den Stream für mich übernehmen? Ich bin gleich wieder da, okay? Ja, kein Problem. Ich mach kein Problem. Das fehlt. Der Milli schreibt das. Rebecca war unfruchtbar. Dann soll er das mal zeigen. Wo steht das? Welche ja, Bibelvers? Ey, guck mal, diese ständigen Lügen, die erfinden eine Lüge nach der anderen und liefern nie Beweise. Nein, das stimmt aber wirklich. Nein, das stimmt, frag dich, das stimmt wirklich. Es steht drin.
Es steht wirklich denn, dass die unfruchtbar. Ja, okay, gut. Warte mal, wir prüfen das. Moment, ist ja kein Problem. Wir prüfen das. Moment mal. Mose 1, 25 war es, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, ist ja kein Problem. Warte. Kindergeboren. Ein Moment, ich schlage das online auf. Moment. Ja, und weiter. Mose 1, 25, 21. Ja, ein Moment. Mein Sohn, ich sag mir so, ja, das ist die Geschichte, ich sag's, ja, einen Moment, dies ist die Geschichte, ich sag's, des Sohnes Abraham, Abraham zeugte Isaac und Isaac war 40 Jahre alt. Mach mal größer, damit alle sehen können. Kannst du das machen? Bruder, ich kann das nicht, ich kann die Kamera nicht so halten und das ist ein bisschen schwierig, weil ich lasse den Flex auch so lesen. Warte mal, ich weiß nicht, weil wir sind hier fair, damit alle Menschen das lesen können. Das heißt, wir sind hier unfair. Also 1. Mose 25, 19 bis 21. Ja, genau, ich bin gerade dabei, aber ihr könnt ja auch selber alle Prüfen aufschlagen. Ja, aber das macht wenn hier so viele online sind, dann zeigt man den Menschen das. Sonst, ja, wie gesagt, Moment mal ganz kurz, einen Moment. Flex, kannst du, dass ich Kamera aufmache, kannst du kurz, bist du wieder da? Weil ich kann es nicht gleichzeitig, weißt du, so. Moment. Wo seid ihr stehen geblieben? Ich bin jetzt komplett unfruchtbar. Der Mädel hier im Set, der kann nicht hochkommen. Der schreibt, da steht etwas mit dem Bäcker Unfruchtbarkeit. Als 1. Mose 25, 19 bis 21. Das Ding ist, das Lustige an der ganzen Geschichte ist, Bruder fragt dich, brauchst du nicht zeigen. Ich mach das aus dem Kopf. Ich mache das ganz, ganz einfach. Rebekka war unfruchtbar. Und was hat Isaac gemacht? Er hat den Herrn darum gebeten, damit sie wieder fruchtbar wird. Und somit konnte sie Zwillinge gebären. Ganz einfach. Also da muss ich auch gar nicht viel zeigen. Und an den lieben Moslem, der diese Frage gestellt hat, versteckt euch doch nicht. Ja, ich weiß, ihr zittert, ihr habt Angst, sobald Flex live ist dann, Hilfe, der kommt schon wieder. Ja, ich weiß. Weil Flex macht Erdbeben ein bisschen. Ba, 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 ba. Aber gut, was wollt ihr jetzt letztendlich damit sagen? Weil, das habe ich auch nicht verstanden. Also, weil da steht ja, also lies, der soll mal selber weiterlesen. Genau, das ist das ja, was Flex gesagt hat. Deswegen, ich verstehe auch jetzt den Sinn bei der Sache nicht. Keine Ahnung. Also, guck mal, der Melli schreibt, war sie unfruchtbar, weil sie zu jung war? Es gibt sogar erwachsene Frauen, die unfruchtbar sind. Sag mal, wie kann man so eine dumme Frage stellen? Sag mal, wie ist euer Gehirn eigentlich, wenn ihr redet? Ihr labert so einen Müll. Aber schaut mal, ganz kurz, darf ich nur kurz was dazu sagen? Wenn sie unfruchtbar war, dann hatten sie ja schon was miteinander und haben es probiert, ein Kind zu bekommen. Also logische Schlussfolgerung ist, nachdem sie gemerkt haben, weil sie ja älter ist, dass sie unfruchtbar ist, hat er darum gebeten, dass sie, wie gesagt, dass sie fruchtbar wird. Weißt du, ich meine? Guck mal, das Ding ist, Melli, ich muss was sagen, Melli, deswegen habt ihr solche Gehirne. Das ist meine Meinung. Ihr seid so, also ich, sorry, wenn ich das erwähnen muss, ihr seid vom Kopf her so untergebildet, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Also eigentlich wir gehen gar nicht mehr auf diesen Kommentar ein, weil das ist schon zu dumm. Also ihr seid echt untergebildet, das muss man sagen. Schade, sehr, sehr schade. Gehirn ist tot. Ja. Mit 18 ist immer noch keine Frau, was redest du? Ja. Junge, ey, wirklich. Das ist schade. Aber an alle, die da sind, ich möchte nur ganz kurz mein Leben oder erstmal zu Ragnar. Ragnar, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, mein Lieber, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen, mir geht's hervorragend, Bruder. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und wieder, ich muss auch wieder los, muss ja wieder abhauen. Ja, ist doch kein Problem, Bruder Herz. Ne? Jederzeit ja, kannst du ja schön. Immer wieder kommen. Ne? Also das ist gar kein... Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Flex? Also, einen schönen Abend, Ragnar, ne? Ja. Danke, das wünsche ich dir auch. Ciao.
So. Wer hat Flex gesagt? Flex, wer Flex, wollen Flex? Wir ganz kurz ist das Thema mit Rebecca jetzt abgeschlossen wegen dem Alter, weil ansonsten hätte ich das jetzt nochmal wegen dem Alter klargestellt. Oder ja, schließen wir es ab? Das können wir abschließen. Okay, alles klar. Okay. Weil wenn ein Moslem über Rebecca sprechen möchte, soll er eine Anfrage schicken und soll hier hochkommen, dann können wir über Rebecca sprechen. Und ich mache einen Kurzprozess einfach aus dieser Situation. Ich mache da gar nicht mal lange rum. Ich mache da Kurzprozess. Deswegen. Aber an alle, tatsächlich, ich will jetzt kein Versprechen machen, ja, aber ich werde für euch länger wach bleiben. Das heißt also, ich werde nachher nochmal live kommen. Und zwar, ich würde sogar sagen, ab 0 Uhr. Ne, Leute? 0 Uhr bin ich dann da. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment, Leute. Und sonst, was macht ihr so Schönes am Samstagabend? Ja, ganz hier die Bibel lesen, dann noch beten und dann schlafen gehen, morgen in die Gemeinde. Gott sei Dank. Sowas eben, ganz normal, Bruder. Siehst du, Bruder, du bist ganz rein mit dir, Bruder, sehr schön. So, Leute, wer schafft es nachher, wach zu bleiben? Weil ich bin später einfach nochmal da, ne? Also ich würde sogar sagen, so ab Pi mal Daumen, so ab 0 Uhr, ne? Ab 0 Uhr, Leute. Weil jetzt mache ich einfach mal eine kleine Pause, ne? Ich würde gerne noch mit euch ein bisschen durchmachen, aber ihr wisst ja, der liebe Flex muss immer ein bisschen was essen zwischendurch, weil sonst ich verhungere. Ne? Also all diese ganzen, all diese ganze Muskulatur braucht auch mal Futter. Ne? Deswegen an alle, die hier drinnen sind, ich küsse eure Herzen. Mein Leben, Survivor, Domme, Tascha. Falls ihr später es schafft oder Bruder fragt dich, falls ihr das später schafft, dann freue ich mich, wenn ihr später in den Stream reinkommt. Ne? Gottes Segen, Bruder, ja. Gottes Segen. Gottes Segen. An alle hier drinnen, Gottes Segen. I kiss your heart. Und bis später, Leute. Ich küsse eure Herzen. Bis später, Bruder. Bis später. Ciao. Ciao. So. Ihr müsst wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist etwas, was ich euch sagen möchte. Wie viele Leute setzen sich denn für das Christentum ein? Sehr viele. Ja, aber wenige, die ihr Gesicht zeigen. Ein Moisi, dem wurde auch das Heil abgesprochen. Ein Moisi, der auf der Straße geht. Wirklich, dieser Mann hat Eier aus Stahl, tut auf der Straße Apologetik betreiben und klärt über den Islam auf. Und sogar dem wurde das Heil abgesprochen. Das ist schon traurig. Überlegt mal, Leute, ein Moisi, der auf der Straße geht und predigt, kommt irgendwann draußen, ja, ich werde deren Name einfach nicht nennen, ja, und denen wird einfach das Heil abgesprochen. Ihnen wird einfach das Heil abgesprochen. Sorry, ich muss mich nochmal korrigieren. Ihnen wird das Heil abgesprochen. Warum tun diese Menschen, die uns das Heil absprechen, warum gehen die nicht auf der Straße, ja, und tun Apologetik betreiben, so wie der Bruder Moisi das macht? Leute, wisst ihr eigentlich, was wir da machen? Wir setzen uns für das Christentum ein. Wir zeigen unsere Gesichter. Und diese Brüder haben nichts Besseres zu tun, als uns das Heil abzusprechen. Und das finde ich mega traurig. Ja, das finde ich mega, mega traurig, Leute. Das muss man, darüber müssen wir sprechen. Ja. Leute, wir setzen unser Leben aufs Spiel, Leute. Eigentlich könnten wir das Ganze ignorieren und sagen, wisst ihr was? Nein, ich halte mich da raus. Ja, dann sollen sie halt tun, was sollen sie halt machen, was sie wollen. Aber Leute, nein. Sobald jemand die Bibel angreift, müssen wir aufstehen und was? Apologetik betreiben.
Aber einfach so das Heil abzusprechen, Leute, ganz falsch, denn in Hebräer Kapitel sagt selber der Herr und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Denn wir müssen vereinen. Das heißt also, jagt nach dem Frieden. Ganz einfach. Ja, merkt euch bitte eine Sache. Wir setzen unser Leben aufs Spiel. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, indem wir hier aufklären darüber, Leute. Das ist kein Spaß. Das ist eine ernste Sache, Leute. Ich finde das nur ein bisschen traurig und es macht echt einen fertig. Jemanden das Heil absprechen heißt, wenn ich zu dir zum Beispiel sage, du bist nicht neu geboren, obwohl ich dich nicht kenne. Ich kenne dich nicht, aber ich sage dir einfach, du bist nicht neu geboren. Woher will diese Person denn wissen, dass du nicht neu geboren bist? Also wenn man direkt aus der Bibel zitiert und darüber spricht, warum spricht man jemanden das Heil ab? Das kann ich nicht verstehen. Ich kann das sogar nicht mal ich kann das nicht nachvollziehen, wie sowas geht. Und vor sowas, da muss man vorsichtig sein, denn die Schrift warnt sogar davor. Du hast nicht das Recht, jemanden das Heil abzusprechen. Das geht nicht. Ja, Leute, Flex, wegen dir habe ich Danny beendet. Nein, Leute, nein, zeigt diesem Menschen trotzdem die Liebe. Mir geht es nur darum, dass wir zusammenführen und nicht spalten. Es ist egal, ob es ein Danny ist, es ist egal, ob es ein Pavlos ist. Das, was ich sogar im Stream gesagt habe, die sollen zur Hölle fahren. Wir Menschen machen alle Fehler. Gar keine Frage. Aber ich stehe mein Mann und spreche das wenigstens an und sage, hey, no, I did a mistake. Ja, ich gebe es wenigstens zu. Ich habe es gesagt, ja, und ich nehme das sogar zurück. Weil wir müssen unsere Fehler, wir müssen einsehen, wenn wir Fehler machen. Und nicht stur sein, und sagen, nö, ich habe das jetzt gesagt und nein, ich bleib dabei. Nein, ich bin stark genug, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe diesen Fehler gemacht. Und ich stehe dazu. Ja, so wie der Bruder das schreibt, du warst nur wütend. Richtig, ich war wütend. Und deswegen sage ich, wir Menschen machen alle Fehler. Ja, aber ich werde deswegen nicht, ja, ich werde deswegen nicht ein Pavlos verurteilen. Ich werde deswegen nicht ein Danny verurteilen. Ich werde deswegen auch kein Reza verurteilen. Das alles habe ich getan, weil ich wütend war. Und ich bin wenigstens Mann genug und stehe dazu und spreche darüber. Und komme wenigstens live und spreche das aus. Ganz einfach. Ich bin Mann genug und ich kann das auch. Denn ich stehe mein Mann. Ganz einfach. Ja. Und deswegen, ich bin dafür einfach, dass wenn die nicht meiner Meinung sind, dass ich mich für den Christentum einsetze, mein Gott, dann ist es so. Dann ist es eben so. Aber ich setze mich trotzdem für das Christentum ein. Ob es ein Katholik ist, ob es ein Orthodox ist, ob es ein Freikirchler ist. Ich setze mich für das Christentum ein. Dass wir was einen Weg ziehen, dass wir zusammen einen Weg gehen. Das ist mir wichtig. Mehr will ich doch gar nicht. Warum müssen wir gegeneinander schießen? Oh, du bist das, du bist dies. Bist du ein Katholik? Oh mein Gott, du bist aber schrecklich. Nein, bring den Bruder her und lass uns mit dem Bruder sprechen und sagen, hey Bruder, hast du da eventuell eine falsche Lehre verbreitet? Bruder, dann müssen wir dich korrigieren. Bring Frieden in die Gemeinde rein. Wenn sie Fehler machen, hey, es ist doch gar kein Problem. Korrigieren wir ihn. Ne? Ist ganz wichtig. So, wer hat jetzt eine Anfrage geschickt? Wieder locker. So. Na, den Bruder. Gottes Segen, Bruder. Shalom. Hey, wieder locker. Wie geht's dir? Gut. Danke. Sieht so anders aus, Bruder. Schön rasiert. Na, ich lasse den Bart jetzt wieder wachsen. Vor allem, der wächst ja verdammt schnell bei mir, ne?
Ich habe, wie gesagt, beim Rasieren einen kleinen Fehler gemacht und deswegen okay. musste ich alles wegmachen. Ne? Ja, okay, sieht schon anders aus, weißt du? Aber sieht gut aus. Passt aus ja, für dir ne? so. Sieht irgendwie jünger, so, weißt du? Ich bin, aber das gefällt mir wieder rundherum nicht, dass ich so jung aussehe. Bin ich ganz ehrlich. Ja, komm, es passt zu dir, muss ich ehrlich sagen. Es passt zu dir. Das ist Hauptsache, echt? Weißt du? Hauptsache, ja, gut, es passt, oder? Ja, gut, dann ist ja okay. Wenn alle sagen, dass der Bart, wenn das so okay ist, dann bin ich ja beruhigt. Dann ist ja, ich weiß, es ist ungewohnt, wenn man immer Bart hat, nein, jemand Bart weg, weil ich ein wenig ungewohnt, das weiß ich. Verstehe absolut, ich. Absolut. Aber absolut. Sonst bei dir alles klar? Du, alles okay? Mir geht es hervorragend. Ich bin nur wieder live gekommen, um mich, wie gesagt, für das Christentum nochmal einzusetzen. Und darüber zu sprechen. Und Franz Josef Strauß, vielen, vielen Dank fürs Folgen. Flex, ich will dir einfach eine Sache sagen. Schau mal, lass dich von diesen Leuten nicht in deinem Herzen treffen. Du machst sehr gute Arbeit, du bist Christ. Du bist ein guter Christ. Ich sehe das, dass du dich bemühst. Und das Beste willst du auch für die Christen hier. Genau. Du machst auch viel, mein Bruder. Lass dich von gewissen Menschen nicht unterkriegen, indem sie sagen, du bist kein Christ, weißt du. Sie haben nicht das Recht, jemand anderes heil abzusprechen. Das ist nicht christlich. Deswegen habe ich auch den Hebräer-Kapitel gebracht. Und zwar der Herr sagt, jagt nach dem Frieden. Und für mich ist es wichtig, ob es ein Katholik ist, ob es ein Orthodox ist. Ich jage nach diesem Frieden wieder locker. Ja? Wenn ein Katholik etwas Falsches sagt, ich korrigiere ihn. Ja, ganz einfach. Ich korrigiere ihn. Und was sagt der Herr? Das ist etwas, was wir wirklich beachten müssen, wieder locker. Du kannst mich auch korrigieren, wieder locker, wenn ich einen Fehler mache. Guck mal, in Hebräer Kapitel 12 steht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Das ist äußerst wichtig. Wir dürfen die Gnade Gottes nicht versäumen. Nico, Bruderherz, hast du eine Anfrage gestellt? Jetzt bist du wieder rausgegangen. Komm, ich hol dich mal wieder rein. Ne? Und das ist äußerst wichtig für mich, wieder locker, ne? Dass wir die Gnade des Herrn nicht versäumen. Ne? Das sollen wir nicht. Ne? Weil keiner kann uns das Heil absprechen. Außer wer? Außer wer? Gott. Und das ist mir äußerst wichtig, dass ich drüber spreche. Und guck mal, ich stehe schon meinem Mann genug. Ich stehe wirklich, ich stehe meinem Mann. Und sag sogar, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ja. Dass ich gesagt habe, hey, die sollen zur Hölle fahren. Aber ich bin wenigstens Mann genug. Aber ich bin auch Mann genug, hier niemanden bloßzustellen und als Hintergrund zu stellen und zu sagen so, hey, der und der und der. Nein, ich mache das nicht. Weil ich finde einfach, dass wir Christen zusammenhalten müssen. Weil wenn wir anfangen, uns zu spalten, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir wollen ja nicht, dass unsere Brüder oder Geschwister in die Irre geführt werden. Also müssen wir sie hierher ziehen und sagen, hey Bruder, falls du da einen Fehler gemacht hast, ich korrigiere dich. Hey, mein Orthodox, mein Bruder, wenn du da einen Fehler gemacht hast, dann korrigieren wir dich. Aber wenn wir anfangen zu sagen, du bist ein Katholik, das geht nicht. Du bist ein Orthodox, verschwinde nur. Du bist ein Freikirchler, du bist ein Irrlehrer. Das geht nicht. Führen wir was? Die Gemeinde zusammen und sprechen mit denen. Was hey, ich sage, oder? Ja. Ich ja, sage, ja. So, schau mal, mit aller Respekt zu dieser so gewisser Sache. Ja. Aber das ist ganz klar so also eine Art vom Sektenverhalten, verstehst du? Wir können, also, wir müssen ehrlich sein, schau mal, wir sind hier auf TikTok. Das ist das Allererste. Ich meine, du bist Christ, ich bin Christ, wir sind alle Christen und so. Mhm. Wir sind hier auf TikTok und zum Beispiel, wir können mit jedem reden, weißt du, mit der Katholik, mit der Orthodoxen, mit jedem reden, Liebe. Absolut. Weißt du, meine, es ist, weil ich sage, ich habe meine sagen wir so, Theologie in Anführungszeichen, weißt du? Die Orthodoxen haben ihre, die Katholiken haben ihre und dann können wir darüber sprechen. Und hier können wir doch so einen anderen Bruder nennen, weißt du, ob er Katholik, Orthodox ist, weil ich gehe in meine Gemeinde und du gehst in deine. Oder? Und hier müssen wir auf gewisse Art und Weise ja nicht, also in dem Sinne, ich sage ja, ich bin nicht Katholik. Ich bin nicht orthodox, ich glaube an solche Skripturen.
Und das ist, weißt du, das ist es. Also, in dem Sinne, ich muss niemand das Heil absprechen, oder irgendetwas. Aber eben, die übertreiben ein wenig viel, weißt du. Sie vernehmen deine Bilder, sie machen das und dort. Und das wird nicht aufhören. Ich Das sag's ist mal. hier schon seit einem Jahr schon so. Ich hab das jetzt auch gesehen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich darauf eingelassen. Ich sehe das jetzt auch nicht als Kritik. Ja, ich denke mir einfach nur so, okay, sie haben es getan, mein Gott, dann ist es eben halt so, wenn sie mir das Heil abgesprochen haben, hey, alles gut, dann ist es eben halt so. Aber ich werde nicht aufhören, weil sie das getan haben, mich für das Christentum einzusetzen. Ich setze mich für das Christentum ein. Denn ich möchte einfach nur was, dass wir alle zusammenkommen. Denn das ist doch das, was der Herr möchte. Der Herr möchte, dass wir zusammenkommen und dass, wenn der Bruder, egal wer, einen Fehler macht, dass wir ihn korrigieren und sagen, hey, hör mal zu, Bruder, das ist nicht so schön. Ja, lasst uns das in Liebe machen. Aber da Ja. meinst du ihn dann außerhalb der Lehre, oder? Also in dem Sinne außerhalb der Lehre, weil wir haben unsere Lehre, sie haben ihre Lehre, oder? Und da ist das, was ich meine, wir sind hier schlussendlich auf TikTok. Ja. Also wir haben hier ist kein, also hier ist kein Älteste, hier, so ich sehe kein Älteste, hier ist TikTok, weißt Genau. du? Ich habe gesagt, du machst gute Arbeit, du bist wirklich ein Vorbild hier auch, oder? Du machst da wirklich gute Arbeit. Darum, ich sage nur, lass dich nicht da unterkriegen von sowas. Nee, alles gut. Weil mir ist etwas, da läuft mir wirklich ein kalter Schauer in den Rücken, ne? Und zwar, wenn ich mir schon Hebräer Kapitel 15 schon durchlese, ja, wo der Herr sagt, und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Oh, das ist ganz gefährlich. Ihr dürft die Gnade Gottes nicht versäumen. Ihr könnt nicht einfach kommen und sagen, du. Oder du, der Einzige, der richtet, ist der Herr. Ne? Ist ganz, ganz wichtig. Und das geht an jeden Einzelnen, der hier drin ist. Wenn ein Christ meint, Flex, du bist falsch, ich nehme das so an. Ich sage dann einfach, okay. Ne? Irgendwo denke ich mir einfach so, hey, mein Ziel ist es einfach nur, dass wir zusammen zu uns gegenseitig anspornen. Und dass wir zusammenführen, dass wir zusammenkommen, das ist das Einzige, was ich möchte, Leute. Ja, denn ich sage euch eine Sache: Wenn wir alle gemeinsam sind, sind wir verdammt stark. Und ich meine das ernst, Leute. Auch wenn es ein Danny ist, auch wenn es ein Pavlos ist, auch wenn es ein Reza ist. Auch wenn diese Leute schlecht von mir denken. Ich sage nur eine Sache, ja, ich sage es wirklich, ich sage es in aller Liebe und ich meine das ernst. Ich sage das jetzt nicht einfach so, ja. Ich hoffe, dass Sie meine Worte verstehen werden, was ich eigentlich sage. Es geht hier um die Liebe. Es geht hier darum, auch einen Bruder zu retten, der, sagen wir mal, in die Irre geleitet ist oder so. Wir müssen da helfen. Aber wenn wir anfangen, wenn wir das nicht in Liebe machen, dann wird das niemals funktionieren. Und das ist mein Ziel. Ganz einfach. Ne? Das ist mir äußerst wichtig. Ne? Ja. Shalom. Und dann wollte ich noch mal, und dann gleich kannst du wieder locker. Oder Child of God, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte auch was sagen, ganz kurz. Ja, natürlich. Ja, die haben ja gesagt, wir dürfen ja mit Katholiken und Orthodoxen sowas ja keine Gemeinschaft haben, ja. Und Jesus hat ja ganz klar gesagt, wir sollen Licht und Salz sein für diese Welt, ja. Und wie sollen wir für andere Menschen Licht und Salz sein, wenn wir mit denen keine Gemeinschaft haben dürfen? Danke, das hast du sehr schön gesagt. Es ist so, ja. Ist Wahnsinn. Deswegen finde ich einfach nur, ich denke, ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist. Weil würde es falsch sein, ich würde es bleiben lassen. Weißt du, ich komme ja ursprünglich aus dem katholischen Elternhaus, ja. Ja. Und
bei mir ist jetzt auch wie bei Vida Luca halt Sola Scriptura und ich habe das erkannt für mich, aber ganz ehrlich, wenn ich als Katholik auf solche Menschen getroffen wäre wie die drei da, ne? Das hätte mich abgeschreckt. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ne? Stattdessen sollte man wirklich mit Liebe und den Menschen oder den Leuten einfach klar machen, weißt du, dass Buße wichtig ist. Ja, das ist das einfach, ne? Dass man den Herrn als Erlöser annehmen muss, dass nichts aus eigenen Werken gemacht werden kann. Aber wie willst du das machen, wenn du gar keine Gemeinschaft mit denen haben darfst? Naja, das ist so ein Riesenproblem. Mein King Jesus und weiter geht das Gehetze. Nein, 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 keine Gehetze. Ich habe sogar offiziell hier ausgesprochen, jeder soll das auch aufnehmen. Ihr könnt es auch von mir aus auch den Pavlos und die anderen Brüder schicken. Ich nenne sie immer noch Brüder. Es ist egal, was ich gesagt habe. Wenn ich gesagt habe, sie sollen zur Hölle fahren, es tut mir sogar leid, dass ich das sage. Wer bin ich, dass ich sowas sage? Ich bestimme doch nicht, wann sie zur Hölle gehen. Sowas habe ich gesagt, weil ich sauer war. Ganz kurz wieder locker. Ich möchte nur, dass es euch klar ist, dass ich das Christentum verteidige. Ich verteidige sogar euch. Jeden einzelnen von euch. An die ganzen Christen. Ich stelle mich für euch hin und spreche für alle. Wenn es euch nicht gefällt und jeder sagt, hey, ach, dieser Flex. Leute, dann tut es mir auch leid. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. Ja, schau mal, ich sage dir, schau mal, du entschuldigst dich, ich habe ja gesagt, es ist sehr schön, dass du das machst. Aber ja, du musst eine Sache sehen, mein Bruder. Und ich sage dir so, sie haben dich angegriffen, Bruder. Sie haben, schau mal, du hast einen Fehler gemacht, ja, und du hast dich entschuldigt. Aber absolut, sie haben dein Heil abgesprochen und somit die für einen Höhlebewohner degradiert. Verstehst du? Und so wie sie haben dir das Heil abgesprochen. Und laut ihnen kannst du dann nicht mehr zurückkommen. Das ist ja dann die Sache betreffend die Hebräer 6, oder? So wie ich gesehen habe und gehört habe, was die Leute auch gesagt haben. Mhm. Verstehst du? Also, es geht um Verschiedenes. Und darum sage ich zu dir, also du bist so so wie ich sehe, mein Bruder, du hast deine Sache gut gemacht, du hast dich sogar entschuldigt und du hast eine reine Weste sozusagen, weil du bist sogar Mann genug, um sich entschuldigen. Jetzt die andere Seite sind weiterhin arrogant, weiterhin, also es ist so, die andere Seite, sie werden sich nicht entschuldigen. Sie haben schon alle hier angegriffen, alle. Und ich sage dir das. Deswegen sage ich das nochmal offiziell. Wenn ich gesagt habe, sie sollen zur Hölle fahren, sogar ich entschuldige mich öffentlich dafür. Ne? Ich habe kein Problem damit. Mir geht es um euch, ne? Dass wir alle zusammenkommen. Ja? Und wie gesagt, dann ging es nochmal um eine Sache, die mich wirklich sehr, sehr interessiert. Gianlucas, wir sprechen das auch gleich nochmal an. Da ging es nochmal um Astralreise. Ja, Astralreise. Dass das dämonisch ist und. Da hat der Bruder nicht Unrecht. Ja, es ist nicht richtig. Aber Astralreise, ja, wir sprechen hier über einen Bibelvers. Ich weiß jetzt nicht, welcher Bibelvers das war. Das war ein König in der Bibel, der mit Gott diese Verbindung hatte. Und komischerweise, Leute, ich muss diesen Bibelvers mal rausholen. Dieser König hatte ebenfalls denselben Traum, dieses Erlebnis, was ich hatte. Das hatte komischerweise dieser König auch gehabt in der Bibel. Das ist genau ähnlich. Ja, und wir wissen ganz genau, dass der Satan kommt und versucht, dich zu verführen. Gar keine Frage. Ja, und tatsächlich habe ich so einen ähnlichen Traum gehabt. Ja, und es geht schon Richtung Astralreise, aber das ist eine Sache, das ist schon so lange her, da war ich nicht mal in TikTok. Und wegen sowas mir das Heil abzusprechen, und zu sagen, du bist nicht neugeboren, weil du Astralreise gemacht hast. Es ist schon ein bisschen traurig.
Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke, dass Gott weiß, was ich in meinem Herzen trage. Das ist mir viel wichtiger. Ja, wenn ich nicht dazugehöre, soll mich der Gott bestrafen. Ist einfach so. Ich bin sogar dafür. Ja, aber ich weiß, dass ich innerlich in mir, dass ich genau weiß, dass ich für das Christentum bin. Und damit meine ich jeden Einzelnen von euch. Ne? Mehr kann ich nicht hinzufügen. Ja, ich kann euch nur die Worte geben, die an die ich gerade denke. Ja, und ich möchte euch was mitgeben, Leute. Ja, ich weiß, ihr wollt mich unterstützen. Ich weiß, ihr wollt mich in Schutz nehmen. Aber soll ich euch was sagen, Leute? Macht keine Videos gegen die. Ich meine das ernst. Wenn sie meinen zu müssen, das zu tun, sollen sie es machen. Macht keine Videos gegen sie. Stellt sie auch nicht bloß. Egal, stellt sie nicht bloß. Stellt sie nicht bloß, Leute. Wir machen das nicht. Lasst uns sie ermahnen, privat. Aber wir stellen sie nicht bloß. Ganz einfach. Wir bleiben in der Liebe, wir stellen sie nicht bloß. Und ich bitte euch auch darum, ja, stellt sie nicht bloß. Macht auch keine Videoaufnahmen, braucht ihr nicht. Und ich meine das ernst. Ist unnötig, das Ganze. Ja, das Einzige, was ich diesen Brüdern anbieten kann, ist, ich liebe sie trotzdem. Es ist egal, was sie getan haben. Ich sage es wirklich von ganzem Herzen, Leute. Ich liebe sie trotzdem. Samet, du bist ein Moslem. Geh runter. Guck mal, ich gebe dir jetzt eine Blockade jetzt. Boom. So, raus mit dir. Du bist ein Moslem. Runter mit dir. Lasst uns diese Brüder lieben, so wie sie sind. Und ich sage das offiziell, diese Brüder, ob es Pavlos ist, ob es Danny ist, sie können jederzeit zu mir hier hochkommen und mit mir reden. Und ich werde trotzdem diese Menschen diese Liebe mitgeben. Ganz einfach. Ich werde mich mit denen nicht streiten. Ja, wenn sie immer noch meinen, ich wäre falsch, ist kein Problem. Aber, ja, aber ich sag's nochmal, jederzeit können diese Brüder zu mir hochkommen und mit mir sprechen. Ganz einfach. Und ich sag's offiziell nochmal, auch ein Pavlos ist mein Bruder, auch ein Danny ist mein Bruder. Ja, wenn er wirklich wahrhaftig sich zu den Herrn bekehrt hat und sagt, hey, er liebt den Herrn über alles und Jesus ist Gott, hey, alles gut, ich liebe den Bruder trotzdem. Deswegen lasst uns keine Videos machen. Nicht nötig, Leute. Ich bleibe weiterhin in der Liebe und dann ist okay. Und ich werde auch weiterhin aufklären. Und gut ist. Ja. Mehr brauche ich nicht hinzufügen. Ich denke, ich habe schon viel gesagt. Ne? Und das ist ein Liebesbrief an Pavlos und auch an Danny, damit sie auch verstehen, dass ich das auch ernst meine. Mehr will ich gar nicht. Ne? Mehr will ich nicht. Ganz einfach. Mehr will ich nicht. Einfach die Liebe an die Brüder. Ne? Wir werden sie nicht beleidigen, wir werden sie nicht bloßstellen. Die Liebe geht raus an Danny und Pavlos. Wenn sie das hören, falls sie hier drin sind und hören, sollen sie das hören. Und alles ist gut. Ich habe kein Problem. Ich bin Mann genug, ich stehe mein Mann und sage es öffentlich, ganz einfach. Ne? Und diese Brüder können jederzeit auch hierher kommen, gar kein Problem. Ne? Genau. Komal? Gottes Segen, euer Herz. Gottes Segen, wie geht's dir? Ich habe dich ewig nicht mehr gesehen. Ja, hatte viel zu tun mit der Arbeit, ja. Deswegen. Und auch ja. Jetzt im Privatleben auch. Ja, wie geht es dir? Du, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich war die letzte 3-4 Tage
wirklich sehr, sehr beschäftigt. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe euch wirklich irgendwo auch vernachlässigt. Ja, ich habe euch wirklich ein bisschen vernachlässigt. Normalerweise bin ich ja jeden Tag da und tue immer aufklären, aber ich hatte echt einige Sachen zu erledigen. Ich war in Berlin-Neukölln. Liebe zu Haschisch, weiß ich ungefähr, wo der ist, ja, in seiner Ecke. Habe ich ihn auch darum gebeten, er soll mir mal seine Klingel geben. Liebe zu Haschisch, ne? Liebe zu Haschisch. Und ja, ich war in Berlin-Neukölln, also das ist ja Saudi-Arabien höchstpersönlich, die Stadt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Glaub ich dir. Das ist ja Saudi-Arabien da unten, ey. Das ist ja Katastrophe. Ne? Jetzt weiß ich, wo Liebe zu Haschisch kommt. Liebe zu Haschisch. Naja. Aber zumindest hattest du deinen Spaß, Bruder. Das ist das Hauptsache. Ja, ich war überall cruisen in Berlin. Ich habe gechillt. Ich habe wirklich ganz normal mir die Stadt mal angeschaut. Ich meine, es ist schon lange her, dass ich nicht mehr in Berlin-Neukölln war. Bin ich auch ganz ehrlich. Schon ewig, ewig her. Ne? Also das letzte Mal, wo ich in Berlin-Neukölln war, boah, das ist schon ewig her, ne? Ewig, ewig her. Genau. Ja. Nee, Leute, heute werden wir auch über eine bestimmte Person sprechen. Ja, also wieder locker, du kannst auch mich ein bisschen unterstützen. Wenn ich Fehler mache, korrigier mich, Bruder. Child of God, Komal, ihr könnt mich alle korrigieren. Ja. Wer mit die Offenbarung vertraut ist, darüber werden wir sprechen. Und dann werde ich über die Muslime sprechen. Ja, ich werde euch heute nicht verschonen, meine lieben Muslime. Ja, mittlerweile traut ihr euch schon gar keine Anfragen mehr zu schicken, weil ihr ganz genau wisst, wenn ihr kommt, dann ist Erdbeben angesagt. Erdbeben, ne, wenn Flex da ist. Ne? Die lieben Muslime trauen sich schon gar nicht mehr, hier hochzukommen. Was ist mit euch passiert? Was ist mit den lieben Muslimen passiert? Keiner will mir eine Anfrage schicken. Ey, so kenne ich euch doch gar nicht. Eigentlich seid ihr immer so tough und hochmütig und ihr könnt die Christen widerlegen. Oh Mann. Naja, nicht so schlimm. Ja, wir werden heute über Pia Vogel sprechen. Mein lieber, lieber Pia Vogel war heute live und er hat sich über den Herrn Jesus Christus lustig gemacht. Er hat dann gesprochen, oh Jesus, da kommt eine Flamme aus dem Mund mit einem Schwert. Oh, guck mal, was ist das für ein Gott? Und hat sich darüber lustig gemacht. Mein lieber Pia Vogel, wenn wir in Sure 5, Vers 64 gehen, hat dein Allah Hände und er kann sie so weit ausstrecken, wie er will. Also Allah kann seine Hand so weit ausstrecken, so wie er will. Tauhid, dann stell doch mal eine Anfrage. Komm hoch, du bist doch schon hier. Mein lieber Tauhid, komm hoch. Mein lieber Tauhid, stell eine Anfrage. Stell eine Anfrage, Tauhid, komm. Du bist doch hier, Tauhid, stell eine Anfrage. Ice cold, ich stell dir eine sehr schöne Frage. Komm, Tauhid, stell eine Anfrage. Wenn du Mann genug bist, stell eine Anfrage und komm hier hoch. Guck mal, ich setz sogar wieder locker runter. Erst wenn du hier oben bist. Tauhid, ich setze jeden runter, Tauhid, nur ich und du alleine. Tauhid, komm hoch. Ich küsse doch dein Herz. Du bist mehr Mann als ich und Paulus zusammen. Gerne. Ich gehe sogar auf Paulus ein, kein Problem. Aber komm doch erstmal hier hoch. Also, komm schon, trau dich, mein lieber Tauhid. Ne? Nicht so viel. Kamelurin. Kamelurin. Ah, das heilt mich. Kamelurin hat mich geheilt. Mann, 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 Mann. Mit euren Kamelurin.
Bruder, ich muss schnell runtergehen, ich komme nachher wieder, sonst wäre jetzt vielleicht traut er sich hochzukommen, weißt Aber der ist Mann genug, hat er gesagt. Na, ist egal, bleib ruhig drin, alles gut. Der soll ja erstmal hochkommen. Ne? Ja, mein lieber Tauhid, dich werden wir jetzt einfach ignorieren. Wir haben gesehen, du hast Angst, du möchtest nicht hochkommen, ist auch gar kein Problem. Ne? Auch dich lieben wir, Tauhid. Ne? Wenn dein Ich muss Glaube schnell wirklich. weg, Bruder. Ich muss schnell etwas erledigen. Wirklich, ich muss schnell. Also, Ja, ich kein wünsche Gott Problem. das Segen euch und eure Familie. Kommen vielleicht später wieder. Okay, kein Problem. Ich Also, bin Bruder, Gott das lange Segen, da. Bruder. Ja, Okay, perfekt. eben. Shalom. Ja. Guck mal, Tauhid, ich debattiere sogar zwei Muslime von euch. Zwei Muslime. Zwei von euch sogar. Ich nehme zwei von euch. Na, habe ich kein Problem damit. Rauf mit dir, komm hoch. Yalla Aziz, hoch, komm hoch. Zwei Fragen. Eine simple Frage, die ich stelle. Das ist eine Frage, die ist so entspannt. Eine ganz entspannte Frage. Na, eine ganz entspannte Frage. Na, der Bruder Ram möchte hoch. Ne? Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt auch gleich weiter über Pia Vogel, denn er hat da etwas ge gesagt, was mir nicht so gefallen hat. Raphael, Bruder, wie geht's dir erstmal? Gut, und dir? Bruder, ich kann mich gar nicht beklagen. Wie geht's gut? Ahmed, komm hoch! Flex, Flex, Flex. Ja, Das Bruder. musst du mir heute von diesem einen, der heißt Liebe zum Hadith, ne? Ach so, Liebe zum Haschisch. Ich war ja in seiner Straße, aber der wollte mir seine Klingelname nicht geben. Liebe zum Haschisch, sagt er mir heute, Juden und Christen sind Heiden. Götzenanbeter, hat er gesagt. Aha. Sagt er, klar, sagt der Götzenanbeter. Bratte, Allah gibt es seit 1400 Jahren. Wie nennt ihr Götzenanbeter? Das Ding ist, guck mal, weißt du, was sehr, sehr witzig ist bei den Muslimen? Leute, lasst mich euch mal was sagen. Also, wir wissen doch, dass diese lieben Muslime eine schöne PDF-Datei haben. Ja, Muslime haben eine PDF-Datei und die gehen diese PDF-Datei durch. Aber ich habe etwas entdeckt. Leute, wisst ihr, was heute passiert ist eigentlich? Ich war heute in der Dusche. Ja, was heißt heute? Also vor circa eine Stunde war ich in der Dusche. Und von nichts kam mir etwas in den Kopf, Leute. Das geht an meine christlichen Brüder und Geschwister. Und Leute, nicht vergessen, immer liken, liken, liken. Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Ich habe geduscht und da kam mir etwas in den Kopf. Und mir ist eine Sache aufgefallen, jedes Mal, wenn ich über etwas sprechen möchte, das ist wie, als würde Gott mir eine Antwort drauf geben oder mir diese Fragen geben. Beispielsweise, hey, das und das und das. Weil wir müssen Apologetik betreiben und was? Das Christentum auch verteidigen. Da kam mir etwas in den Kopf. Und dann habe ich eine Sache realisiert. Und ich habe das Gefühl, dass Gott auch zu mir spricht. Bin ich ganz ehrlich zu euch? Du bist auf dem richtigen Gedanken, das habe ich auch. Es ist so, Bruder. Ich meine, was ich geschrieben habe. Ich habe, als er Und gesagt hat, Bruder. sag zuerst, sag. Ja, und Bruder, da kam mir etwas in den Kopf, während ich geduscht habe. Da merke ich, da kam etwas, sowas kriegst du nicht sehr oft. Ja, das ist wie, als würde Gott dir eine Antwort auf etwas geben. So, da habe ich mich immer gefragt, so, von den ganzen Propheten, wer hat sich Messia genannt? Und wo nehmen sich die Muslime das Wort Messia? So, wenn wir diese ganze Geschichte betrachten, Leute, Messias, das ist biblisch. In Matthäus, was haben die Israeliten zu Jesus gesagt? Wer bist du? Bist du König der Juden? Was hat Jesus gesagt? Ja, der bin ich. Was heißt Messias? Der Gesalbte, König der Juden. Also die Muslime nehmen Al-Masih in Sure 4, Vers 171, die nehmen das und fügen das in ihrer Schrift hinzu. Aber gleichzeitig haben sie damit was? Ihn als Gott erklärt.
Was heißt Al-Masih? Die Juden, die Muslime haben keine Ahnung. Die wissen nicht mal, was Al-Masih heißt. Die sagen Gesalbter. Die wissen aber nicht, was Al-Masih bedeutet. Würden sie wissen, was Al-Masih bedeutet, dann würden sie das nicht in ihrem Buch hinzufügen. Sie sagen ja immer, Jesus war ein Prophet. Aber wer von den ganzen Propheten hat sich Messias genannt? Jesus Christus. Also haben sie automatisch Jesus Christus als Gott erklärt in ihrer Schrift. Denn er ist der Erlöser. Meine lieben Muslime, ihr habt sehr viele Fehler in eurer Schrift. Ihr nennt Jesus Christus Messias. Ihr wisst nicht mal, was Messias bedeutet. König der Juden, Gesalbter. Nicht mal nur der Name, Flex. Ihr habt eurem Buch einen Knockout gegeben, sein Vater. Eigentlich müssen wir mit euch gar nicht debattieren. Euer Buch ist so, boom, widerlegt, so schnell. Eigentlich müssen wir mit euch gar nicht mal viel reden. Danke. Und das kam mir heute, während ich geduscht habe, habe ich mir gedacht so, ey, warte mal. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Messias? Die nennen Jesus Christus El-Messie. Das heißt also, sie nennen ihn Erlöser. Flex. Die Muslime nennen Jesus Christus Erlöser. Was bedeutet denn Erlöser? Was bedeutet Gesalbter? Flex. Was bedeutet König der Juden? Ja, Raphael, Bruder. Flex. Nicht nur der Name an sich. Mhm. Was ist die Aufgabe des Messias? Dankeschön, das kommt auch noch mit dazu. Es ist nicht nur der Name, sondern sogar die Aufgaben des Messias. Was ist die Aufgabe des Messias? Warum muss der Messias kommen? Was ist sein Job? Ganz einfach. Messias, er ist gekommen, um die Sünden auf sich zu nehmen. Guck mal, die Muslime kennen das gar nicht mal. Die wissen nicht. Flex. Das Krasse ist noch. Ja. Wenn du, weil die Muslime haben ja immer Überlieferungen, Hadithe etc., ne? Damit, sie haben ein Wort gebracht in ihren eigenen Schriften mit Messias. Nenn mir eine Hadithe oder einen Koranvers, der zeigt, was es bedeutet oder was die Aufgaben davon sind. Richtig. Weil es gibt keine Hadithe oder einen Koranvers, der zeigt, was Messias eigentlich ist, was die Aufgaben sind, etc. Das heißt, wir müssen eigentlich dann zurück zum gefälschten Buch, in Anführungszeichen, gehen. Ne? Und das gefälschte Buch wird dir klar offenbaren, dass der Messias Gott ist. Absolut. Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Somit schießt ihr euch eigentlich ein Eigentor damit, weil es gibt keine Hadith, die Messias beschreibt. Bruder, weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Sure 5, Vers 64, 66, Sure 5, Vers 66 steht drin, wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was ihnen als Offenbarung von ihren Herren herabgesandt wurde. Also hier spricht Allah über die Tora. So, das ist ein Knockout für jeden Moslem eigentlich. So, wer ist der Gott, der in der Tora gesprochen hat, also im Alten Testament? Wer ist denn dieser Gott? Teachers. Die Muslime sagen doch, Heiliger Geist ist Jibril. Aber jetzt gehen wir mal in die Tora. Der Gott, der im Alten Testament gesprochen hat, wer war denn dieser Geist? Wer war denn dieser Gott? War das nicht der Heilige Geist? Knockout. Boom. Welcher Gott hat denn im Alten Testament gesprochen? Der Heilige Geist. Wie ist sein Name? Wie ist sein Name eigentlich? Yahweh. Oh. Oh, Knockout. Warte. Damit, also, wenn ich dich richtig verstehe, Flex. Ja. Der Gott im Alten Testament heißt Yahweh, ne? Richtig. Ich floh ein bisschen mit dir. Der Gott im Alten Testament heißt Yahweh, ne? Das heißt, wenn der Gott im Alten Testament Yahweh heißt, dann muss ja Allah auch Yahweh heißen.
Komischerweise ja. Oder? Weil also das ist ein Knockout für jeden Moslem. Also weil, wenn sie an das Alte Testament glauben müssen, dann fragen wir uns hier als Christen, ja gut, welcher Gott hat, der Gott, der gesprochen hat im Alten Testament, wer war das denn? Wer war das denn? Weil, damit du ein Update sein kannst oder die neueste Offenbarung, richtig, damit du die neueste Offenbarung sein musst, darfst du ja nichts von der alten Offenbarung verändern. Im Sinne von deine Identität verändern. Richtig, weil laut den Muslimen hat Gott einfach seine Identität geändert. Also, er ist nicht der Heilige Geist. Also Allah heißt nicht Yahweh? Nein. Ach so. Komisch, sehr. Also Allah hat Identität geändert. Also der Gott der Israeliten, der Juden, der Yahweh hieß, ne? Durch ihn kam Jesus an die ganze Welt, ne? Dieser Gott heißt jetzt Allah und gehört nicht mehr zu den Israeliten, sondern ist nach Saudi-Arabien gezogen und hat seinen Namen auch geändert. Er hat einfach so seinen Namen geändert. Was? Bum bum Knockout. Bum bum. Also warum? Einfach das ist also ein Gott der Araber. Also der ist dann auch auf Arabisch gewechselt. Also komplett Allah hat also. Er hat Identität gewechselt. Plus, jetzt müssen wir noch den kompletten Knockout geben. Plus, Bruder, er hat 600 Jahre in seinem Bett geschlafen. 600 Jahre. Allah hat geschlafen, 600 Jahre. Und dann kam er erst. Und dann hat er Identität geswitcht. Flex. Und hat gesagt, nein. Flex ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Allah gibt es erst seit 1400 Jahren, wenn wir eigentlich richtig sind. Wenn wir eigentlich ehrlich sind. Weil, wo du recht hast, hast du recht, wenn Bruder. Wenn Allah nicht Yahweh ist, weil Yahweh war im Alten Testament, wenn Allah nicht Yahweh ist, dann gibt es ihn erst seit 1400 Jahren. Aber weißt du, was mich auch noch schockiert? Flex. Weißt du, was mich auch noch schockiert, Flex? Willst du wirklich wissen? Also, wenn Allah nicht Yahweh ist, warum redet Allah über Begegnungen, die Yahweh mit den Menschen hatte? War Allah dabei? Hat er zugeguckt, oder? Bruder, Wahnsinn. Das ist ein Knockout. Das ist ein Contradiction. Das ist auf jeden Fall ein, da ist wirklich ein Fehler. Ein Riesenfehler. Weil, guck mal, du hast gerade etwas erwähnt und hier macht es Klick auch. Ja. Wir müssen ehrlich sein. Also, wenn die Muslime an das Alte Testament glauben müssen, dann werden die sofort sagen, ja, aber sie ist verfälscht. Ja. Yeah. Okay. Dann fragen wir uns, welcher Gott hat aber im Alten Testament gesprochen? Also, wenn wir jetzt sagen, original. Wer hat mit den Propheten gesprochen? Bruder, warte, jetzt kommt der richtige Knockout. Wenn ja das Alte Testament verfälscht ist. Nein, noch besser. Die Muslime sagen ja an meine christlichen Brüder und Geschwister, jetzt mal alle richtig wild liken. Ich küsse eure Herzen. Jetzt kommt ein richtiger Knockout. Die Muslime sagen ja, warum habt ihr das Neue Testament? Astaghfirullah. Jetzt kommt aber der Knockout. Komischerweise haben die Muslime vom Neuen Testament biblische Prophezeiungen in ihrem Buch stehen. Oh mein Gott. Flex. Astaghfirullah. Flex, Flex, Flex. Flex. Astaghfirullah. Was Flex, Flex, Flex. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ja. Die haben nicht nur biblische Prophezeiungen drin. Flex. Guck mal. Im Alten Testament, ne? Im Alten Testament spricht ja Yahweh zu Mose, zu Abraham, etc. Und Allah, der nicht Yahweh ist, spricht über dieselben Szenarien, die Yahweh mit diesen Menschen hatte. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, Allah, dich gibt es doch erst seit 1400 Jahren. Wie kannst du über etwas reden, wo du ja gar nicht dabei warst? Weil du bist ja nicht Yahweh. Danke. Wie könnt ihr immer, ich weiß nicht, wie sie das sagen, aber die sagen immer, Peace and Blessings, also Friede und so, über die Propheten. Kollegas, euer Gott hat nie mit den Propheten geredet. Ja.
Ein Prophet, der nicht mal die Offenbarung von Gott bekommen hat. Wahnsinn. Die Propheten, okay, haben mit Yahweh geredet. Mit Yahweh. Nicht mit Allah. Mit Yahweh haben sie geredet. Allah war gar nicht da. Das ist ein Identifikationsproblem. Hier schreibt einer, lies mal den Koran, bevor du redest. Kollege, ich brauch nicht den Koran. Dein Koran hat vom Neuen Testament sogar Prophezeiungen aus der Bibel geklaut. Was versuchst du uns zu erklären? Ihr sagt selber, dass das Neue Testament ist verfälscht. Um Himmels willen, Astaghfirullah. Aber ihr habt komischerweise vom Neuen Testament Prophezeiungen aus der Bibel geklaut. Weißt du, was das Schlimme ist, mein Bruder Flex? Flex. Bruder, das ist Blasphemie. Flex. Weißt du, was das Schlimme ist? Paradox. Das ist richtig schlimm. Guck mal, derselbe Gott der Israeliten, ne? Guck mal, deswegen hassen die auch die Israeliten so krass. Guck mal, derselbe Gott der Israeliten, ne? Dieser Gott, der Yahweh, okay? Er will uns einen Knockout geben. Juni will uns einen Knockout geben. Wenn ich nicht beweise, dass Yahweh Allah ist, konvertiert zum Islam. Kollege, nein, wir machen das einfach. Warte, wir machen das einfach. Wenn du sagst, wir sollen zum Islam konvertieren, dann werde ich dir eine Frage stellen. Wenn du die beantworten kannst, wir konvertieren sofort. Juni, du bist dann der erste Moslem, der behauptet, Rafa, Bruder, stumm dich erstmal, Bruder. Ich mach's ganz einfach. Ja, Juni, warte. Du bist jetzt hier drin. Ich stell dir die Frage. Würdest du kommentieren, ja oder nein? Wenn du nicht lügst, wir kommentieren. Versprochen. Stell dir eine Frage. Warte. Ich sag auch hoch und heilig auf Jesus Christus. Du hast jetzt eine Anfrage gestellt, du hast hochmütig unten gesprochen, hab dich jetzt hochgeholt. Lass mich reden. Ja, bitteschön. Alles klar. Wir wollen von dir jetzt, Leute, das wird sehr interessant, wir wollen jetzt von dir eine einzige Sache, mehr nicht. Das ist eine ganz simple Sache. Ich möchte von dir eine Prophezeiung, eine islamische Prophezeiung, die mit der Bibel nichts zu tun hat. Prophezeiung, ich hoffe, du bist damit vertraut. Prophezeiung, ich möchte eine islamische Prophezeiung, die nichts mit der Bibel zu tun hat, die nichts mit hohe Türme zu tun hat, mit Embryo zu tun hat, weil das gab es schon davor. Hohe Türme, Tower of Babel gab es schon im Alten Testament. Wir wollen jetzt eine islamische, lass mich ausreden, ich bin noch nicht fertig, ein Ereignis, was in der jetzigen Zeit passiert und nicht am jüngsten Tag des Gerichts wird das und das passieren. Wir möchten aber eine Prophezeiung, was du gerade stellst. Stell doch etwas eingetroffen ist. Denn warte, lass mich reden. Lass mich bitte reden. Lass mich bitte reden. Ich bin fertig. Lass mich bitte reden. Ganz kurz. In der Bibel haben wir Prophezeiungen, Euphrat, Gaza, was jetzt gerade passiert, und. Da kann ich dir zig Prophezeiungen sagen, die jetzt gerade so passieren. Das sind keine Gotteswörter, der. Warum soll ich die Bibel verneinen? Warte. Gib uns eine islamische Prophezeiung. Wir möchten jetzt nicht, dass du. Wenn das der gleiche Gott ist, warum soll ich jetzt den Bibel und die Tora und den Koran andere prophezeien? Wenn das der gleiche Gott ist, prophezeit doch, hey, dann benutzt halt von der Bibel. Die Bibel ist verfälscht. Nein. Die Bibel ist verfälscht, aber nicht alles ist verfälscht. Was heißt verfälscht? Einige Worte sind verfälscht. Juni, Islam ist die Wahrheit. Das ist das, was ihr immer sagt. Ich selbstbewusst reden, ja. Wallah, ich verstehe das nicht. Mit deinem Wissensstand redest du so selbstbewusst. Gib uns mal eine islamische Prophezeiung. Die islamische Prophezeiung, soll es von der Bibel sein, soll es von der Tora sein, das ist ein Gott. Natürlich erwähnt er von der Bibel oder von der Tora. Natürlich sind das auch vom Neuen Testament. Natürlich kann auch vom Neuen Testament natürlich Prophezeiung kommen. Ach du Scheiße. Die Bibel ist auch, wir dürfen die Bibel nicht mal auf den Boden werfen. Wir dürfen weder die Bibel anspucken, weder die Bibel auf den Boden werfen, weder die Bibel irgendwelche unehrenhaften Sachen begegnen. Das ist genau dieselbe. Also jetzt,
Okay, Warum? also jetzt, Weil lass mich mal sagen, aufgeben. Es sind immer noch Gottes Worte drin. Juni, aber lass mich mal bitte reden. Sachen verändert. Aber es lass mich, sind immer lass noch mich mal bitte drinne. Reden. Es sind immer noch Allah seine Wörter drin. Lass mich mal bitte reden. Ich beweise dir ganz kurz mit Yahweh diese ganze Geschichte. Hier rede Lass mich nicht, mal bitte kurz damit reden. Damit du deinen Hochmut hier wieder aufsteigen kannst. Ich habe keinen Hochmut. Ich habe keinen Hochmut. Lass mich mal bitte kurz reden. Wenn du hast gerade eben bestätigt, auch das Neue Testament ist für dich die Wahrheit. Warum? Weil Allah nimmt was? Die Prophezeiungen vom Neuen Testament. Aber ja. ihr... Lass mich reden, ich bin noch nicht fertig. Aber ihr sagt immer, das Alte und das Neue Testament ist komplett verfälscht. So, jetzt fragen wir dich. Der Gott, der im Alten Testament... Lass mich mal kurz reden. Kerle, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Juri, lass ihn doch reden. Du kannst doch gleich beweisen, ob Allah Yahweh ist. Ich bin gespannt. Oho, mein Bruder. Lass mich mal reden. Ich bin sehr gespannt heute. Der Gott im Alten Testament... Welcher Gott, wer war das? War das Allah? Oder war das der Heilige Geist? Wer hat da gesprochen im Alten Testament? Allah hat da gesprochen. Weißt du wer? Yahweh. Weißt du, wer Yahweh ist? Hast du das Alte Testament geredet? Wie heißt Yahweh mit vollen Namen? Es gibt einen Vers, wo er mit vollen Namen erwähnt wird. Wie? Eloh Yahweh heißt er. Elohim. Eloh? Elohim. Eloh ist das Hebräisch für Allah. Es wird okay. Eloh ausgesprochen. Eloh heißt ja Allah. Da hat der okay. Name sich geändert. Aber. Im ersten Testament, ich rede. Eloh oder Allah, das ist dasselbe. Im ersten, lass mich doch mal kurz reden. Juni. Ist doch alles okay. Juni. Bruder, er muss die Wahrheit sprechen. So, im ersten Buch Mose, im Alten Testament, ja. Der Gott, der gesprochen hat, der Heilige Geist, wer war das? Was, der mit Mose gesprochen hat, war Allah. Ganz klar. Nein. Nochmal. Ich will dich nur nochmal korrigieren. Der Gott, der im Alten Testament gesprochen hat, ja. Im ersten Buch Mose, ja. War das der Heilige Geist oder war das Jibril? Der mit Moses gesprochen hat, laut der richtigen, ich sag denn, der unveränderten Schrift, war es Allah, der gesprochen hat. Yahweh war es. Flex. Warte, Rafa. Warte, ich will, dass er mir auf das eine Antwort gibt. Ich sag doch, bei der unveränderten Nein, ich stell dir diese Frage nochmal. Ich bin ein Mensch, ich bleibe ehrlich in dem, was ich mache. Wenn ich einen Fehler mache, mal, komm, ich korrigiere mich sogar selber. Gar keine Frage. Komm einfach zum Punkt, Bruder. Der Gott, der im Alten Testament gesprochen hat, ja. Erste Buch Mose, ja. War das der Heilige Geist oder war das Jibril? Das ist meine Frage an dich jetzt. Der Heilige, sag mir erstmal den Vers, welcher Vers? Erste Buch Mose, gleich am Anfang. Der Geist Gottes ja. Schwebte über dem Wasser. Wer war das? War das der Heilige Geist oder war das Jibril? Das war weder der Heilige Geist noch Jibril, weil der Heilige Geist... Der Heilige Geist ist Allah, der Nein, da schwebt. Der Heilige Geist ist Jibril. Ist Yahweh. Yahweh, sein Geist schwebt über dem Wasser. Wir sprechen hier vom Heiligen Geist. Und wo kannst du mir das beweisen, dass der Heilige Geist Allah ist? 1-3. Das lernst du in Grundschule. Genau das ist doch genau das, warum Sachen nicht aufgeklärt worden sind. Weil die Bibel wurde so... Guck mal, wir glauben ja daran, dass die drei Aufteilungen durch die komplette Alte Testament, das Neue Testament, wurden die drei Aufteilungen so... Juni. Man, guck mal, das wurde so geändert, dass man halt so glauben muss, dass man an den Heiligen Geist glauben muss. Dass Nein. Man, Juni. Das wurde genau so geändert, perfekt. Okay, Juni, nehmen wir das mal waren an. Das dumme Menschen, die es geändert haben, waren ja selber hochgebildet. Juni, ich das nehme mal an. Das waren ja keine Priester. Juni, guck mal. Ja. Du hast gesagt... Elohim ist Hebräisch. Ja. Elohim ist Hebräisch, okay? Ja. Elohim ist ein Titel für Gott. Und Allah, was ist das? Stop. Das ist der Name. Okay, gut. Allah hat 99 Namen, ja oder nein? Ja. Ist nein. einer von. Nein, das stimmt nicht. 99 Namen stehen. Es sind 99 Namen aufgelistet. Aber da steht nicht, 99 Namen hat er. Okay, gut. Okay, eine Frage. Rafa, warte kurz, okay. warte.
Juni, wenn das derselbe Gott ist im Alten Testament, ja. Allahs 99 Namen, hat ja. er den Namen Yahweh? Er hatte damals bum, bum, den Namen Yahweh auch, ja. Warte, damals hat er den Namen Yahweh, hat er seinen Namen geändert? Okay, ich sag dir, für diese Volk vor damals hat man ihn zum, beispielsweise früher, warum denn? Er hieß auch Yahweh, ja. Yahweh hieß er auch, aber genauso hieß er auch Allah. Juni, weißt du, wie die arabischen, guck mal, es gibt hebräische Juden und es gab es auch damals arabische Juden. Wie haben die arabischen Juden zu den Yahweh seinen Namen benutzt? Frage ich dich jetzt. Bruder, du hast unsere Fragen nicht mal beantwortet. Ich frage dich doch jetzt auch gerade was. Ich habe dich doch beantwortet. Ja, warum beantwortest du unsere Fragen nicht? Ich antworte dir doch gerade. Okay, guck mal, Rafa, stumm dich ganz kurz, weil ich möchte eine klare Antwort von ihm haben. Ja. Warte, Rafa, ganz kurz. Juni, die Frage war, ja, Schwesterherz, Edita, ich weiß, ich habe echt Nerven aus Stahl, bin ich ganz ehrlich, aber wie gesagt, wir wollen ja die Wahrheit sprechen. Also nochmal, Allah hat so viele Namen und ich habe dich gefragt, in diese ganzen Namen, die Allah hat, wo steht, dass er Yahweh ist? Wenn aber im Alten Testament Allah gesprochen hat, dann wissen wir doch, dass er den Namen Yahweh trägt. Eloch. Okay. Hat Allah diese Namen, diese 99 Namen im Koran, hat Allah diesen Namen Yahweh? Im Koran habe ich den Namen nicht gesehen, nein. Oh, okay. Bum, bum. Hat er den Namen nicht, oder? Wer ist denn dieser Gott, der da spricht? Ich weiß nicht, ob er den Namen... Im Koran. Der hat den Namen nicht. Juni, ich sag dir jetzt, wenn du jetzt zu den Muslim-Scholars gehst, wenn du zu den Imams gehst, egal zu wem du gehst, okay? Ja. Alle werden dir klar sagen, Allah ist nicht Yahweh. Sie werden dir klar sagen. Bist du da sicher? Ja, ich sag dir. Ja, na klar. Das, was wir dir jetzt gerade sagen, ist kein Bluff oder so. Allah ist wirklich nicht Yahweh. Das ist Fakt. Also damals, würdest du mir jetzt sagen, damals gab es einen anderen Gott? Ich sage dir doch klar, das ist klar, was ich dir gerade sage. Oh, Yahweh ist nicht Allah. Wenn Allah nicht Guck mal, ich helfe ihm. Es ist okay. Darf ich was fragen? Natürlich, Schwesterherz, na klar. Dankeschön. Und zwar geht die Frage an Juni. Ja. Juni, du sagst, dass Allah der Schöpfer ist. Ja. Gut. Allah hat dir zufolge auch Adam und seine Frau erschaffen, korrekt? Ja, richtig. Wo im Koran steht der Name seiner Frau, Adams Frau? Oh oh. Hava, meinst du Hava? Genau. Oh oh. Moment, kleinen Moment, da muss ich noch mal ganz kurz genau den... Ja, bitte. Ich wäre sehr froh darüber. Oh oh, das steht nicht. Juni, du brauchst gar nicht gucken, ich weiß es sogar, es steht nicht drin, Juni, sage ich dir jetzt schon. Oh oh. Oh oh. Sehr gute Frage. Steht nicht, ich weiß es. Es steht nicht. Steht nicht. Juni, du bist hier reingekommen mit ein Confidence, ja? Ey, wenn ich euch beweise, dass Yahweh Allah ist. Sie wird, warte mal schnell, Raphael, ja, sie wird nicht namentlich genannt, weil Allah ihren Namen gar nicht wusste. Zweite Frage. Die Söhne Adams sind im Koran erwähnt. Unter welchem Namen? Steht nämlich auch nicht. Es steht nicht, welches Opfer angenommen wurde und welches Opfer abgelehnt wurde. Für das müssen Muslime die Bibel zur Hand nehmen. Denn ich Allah... Gesagt, hallo? Hallo? Das hast du aus der Bibel. Nee, ich wollte gerade... Du fragst 10.000. Ich lass doch erstmal eine Frage nach der anderen. Nee, es waren zwei Fragen. Du wolltest doch wissen, ob im Koran drin steht, wo Hava drin steht. Es steht nicht drin. Doch, steht drin. Mach auf. Nee, steht's nicht. Ja, mach auf. Nissa. Sura Nissa. Ja, lies mal vor. Ja, mach du, schlag durch und dann kannst du selber lesen. Nachher ich habe keinen Koran.
Ich lese den online nach. Ach, klar, du hast 250 Leute, aber, lies laut vor, lies laut vor. Lies es vor, lies es vor. Lies es vor, lies es vor. Im Koran steht das nicht drin und du hast keinen Koran und hast weder den Koran. Okay, es steht auch nicht da drin. Alle bleiben gestummt, alle bleiben gestummt, er soll es vorlesen. Zeig den Vers. Zeig den Vers. Einen Moment. Du redest, ich rede gerade mit jemandem, der den Koran nicht gelesen hat und der saugt. Okay, alles gut. Zeig uns nur den Vers. Alles gut. Dass ich ihn nicht gelesen habe. Bin ich hier gerade im Idiotenclub oder so? Nein, alles gut. Du, Juni, bei allem Respekt, zeig uns den Vers. Alles gut. Du hast keinen Respekt. Du sagst mal bei allem Respekt. Hey, alles gut, alles gut. Zeig uns nur den Vers. Zeig uns den Vers. Wir haben weder Allah beleidigt noch sonst. Leute, stummt euch. Alles gut. Rafa, stummt euch alle. Er soll den Vers zeigen. Alles gut. Warte. Okay. Aber ich kann ja nicht immer raus und rein. Ich habe das jetzt mit meinem Handy geguckt. Ich kann nicht vorlesen, während ich... Hast du keinen Computer? Hast du kein Tablet oder... Ich habe ein zweiten Handy, Moment, ich mache mal mit meinem zweiten Handy. Ja, alles gut, du, wir nehmen uns viel Zeit dafür, alles gut. Wir haben die ganze Nacht Zeit, alles gut. Gut. Okay. Heute, wir essen die Walle. Ja, ihr esst uns, ja? Kannibalen oder was? Wir essen uns. alles Wort. Ach du Kacke. Alles Wort. TikTok sportlich, ja? Alles wortwörtlich genommen. Mann. Leute, wir wollen nicht zum Kannibalismus konvertieren. Bitte, hört auf. Wir machen doch nur Spaß hier. Bisschen lachen. Ah, bisschen 1-2. Ah, ja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo mal erklären, von wo dieser Hass auf. Wir haben doch keinen Hass. Ist kein Hass. Wenn ein Mensch einen siebten Instinkt hätte, das wäre auf jeden Fall zu spüren, ob jemand einen Hass oder wir lieber hat. Wir haben keinen Hass. Ich verteidige Juni, nur, hast du den Vers schon? Juni, ich habe keinen Hass. Ich verteidige einfach nur meinen Gott. Fertig. Ich verteidige meinen Gott. Mein Gott wird in letzter Zeit dargestellt, als wäre es ein kleiner Lutscher. Ich muss meinen Gott verteidigen. Juni, lies jetzt mal den Vers vor, bitte. Und mein Gott ist nicht Allah. Deswegen muss ich mein Gott klar verteidigen. So verteidigt man aber auf jeden Fall nicht irgendwie seinen Gott. Ich verteidige meinen Gott und stelle ganz klar dar, dass Allah nicht mein Gott ist. Und wenn Allah nicht mein Gott ist, ist irgendwas falsch. Alles gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bleiben alle ruhig. Er hat Zeit der Welt, uns diesen Vers zu zeigen, Leute. Alles gut. Wir bleiben jetzt alle ruhig. Wir bleiben alle silent und gucken einfach nur zu. Ne? Ich denke mal, das ist doch fair. Netflix in the house. Arizona. Die Übersetzung muss ich das auch noch mal ganz kurz auf ganz schnell werden. Alles gut. Solange singe ich ein bisschen Musik für die Leute. Arizona. Alles klar. Arizona. Alles klar, oh yeah, you're gonna love this live stream. Reifen der Gesang. Ich schwöre, Mann, das Beste. Charlie, je Explosion, Murov. Ah, ne dir, say, Shakala time. 230, 250 people, and they are sure, Murov. Me, I tell you, my brother. Und wir warten immer noch. Nee, alles gut. Der Juni soll sich ja ruhig Zeit lassen. Alles gut. Arizona. Alles klar. Arizona. Alles klar. Mm.
Oh yeah. Oh yeah. We are ja, ja. all in Der steht auf jeden Fall nicht drin. Richtig, da steht nur die Frau von Adam. Also steht nicht die Name Hava. Warte mal, ich verstehe jetzt nicht ganz. Steht das nicht drin? Das steht nicht drin. Also Astapula, wir haben ein Problem hier. Man muss die Bibel nehmen, um den Namen Abadams Frau herauszufinden. Ja, ja, genau, das Alte Testament. Das nächste auch mit Adams Söhnen. Ja. Ja. Findest du diese Namen? Von wem die Söhnen? Adam und Hawa. Oder Hawa oder Eva. Was guck steht mal, denn dort über die hier, beiden? Aber ich habe, guck mal, wie ich eben gesagt habe, habe ich irgendwo gesagt gehabt, habe ich von Anfang an, wo ich gekommen bin, habe ich da das Alte Testament oder das Neue Testament gesagt, dass es nicht Gottes Schrift sind? Habe ich das gesagt? Nee, aber ich meine, Allah sollte doch wissen, wen er erschaffen hat. Das weiß er doch, er hat das doch schon mal offenbart. Warum soll er das dann noch? Nee, der hat es ja noch nicht einmal gesagt. Ich meine, ihr Muslime solltet doch wissen, wie die Schöpfung begonnen hat und wie die Leute hießen. Warum denn? Ist das nicht bis zu unseren Dings angekommen, zu unserer Gesellschaft? Ich weiß, dass Adams Frau Hawa heißt und andere. Ja, dank der Bibel. Da musste sich ein Muslim die Bibel zur Hand nehmen, damit er dies überhaupt wusste. Anders ging es ja gar nicht. Juni, das Problem. Dann hättet ihr die Bibel nicht in die Hand genommen, wüsste es. Und dass die Söhne Kain und Abel hießen. Juni, das größte Problem, was wir hier eigentlich haben. Aber ich habe eine Frage. Ist das denn nicht so etwas. Nicht Thema wechseln. Ja. Frag nur. Okay, ich bleibe an dem Thema. Ich push mein Ego bis zum Himmelreich. Es hat nichts mit Ego-Pushen zu tun. Erniedrig mich. Juni. Nee, es geht nicht um Erniedrigung. Dein es geht um die Wahrheit. Juni. Ist gerade extrem hochgegangen. Juni, guck mal. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Es gibt unnötige Behauptungen und es gibt Fakten. Ne? Was in den Büchern drin steht, ist ein Fakt. Ja, was einfach klar. Irgendjemand sagt, sind unnötige Behauptungen. Wir behaupten nicht etwas. Wir sagen etwas, was wir gelesen haben. Ich sag nicht, dass ich sehr viel weiß. Flex behauptet auch nicht, dass er viel weiß. Die Dame oben behauptet auch nicht, dass sie viel weiß. Aber das Kleine, was wir wissen, das geben wir gerade über 250 Leuten mit. Und zum Beispiel dir auch. Und das Kleine, was wir euch sagen, sind kleine Fakten. Und kleine Fakten, die eigentlich ein sehr großer Effekt hat. Der Name Gottes, ne? Ja. Weil Gott Allah ist ein Titel, ist kein Name. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Assalamu alaikum, lieber Bruder Juni. Ich denke, man kann mich hören. Guten Abend, Flex. Guten Abend, Verita, auch die anderen. Verita, was hast du hier für ein Problem mit der Eva? Verita, warte mal. Verita, warte mal bitte kurz. Nein, ich warte mal nicht. Ich habe so viel Zeit leider nicht. Also ich möchte hier kurz reden können. Ich habe gar kein Problem. Also, was hast du mit dem Juni? So, runter mit dir, weil wir müssen eins nach dem anderen nicht die ganze Zeit reinreden, das passt gerade nicht. Juni, wir holen dich gleich wieder hoch und dann kümmern wir dich gleich hoch. Juni, guck mal. Ja. Juni, es geht einfach nur drum, um fundamentale Dinge, okay? Ja. Es ist einfach nur fundamental. Es geht einfach nur ganz klar darum, dass das ist, warum Flex und ich reden. Wir machen uns auch nicht lustig, wir reden einfach nur über fundamentale Dinge. Und die fundamentalen Dinge sind... Okay. Nee, Verita, du redest die ganze Zeit dazwischen und deswegen haben wir dich gekickt. Vor dir hat keine Angst, Verita. Ich stell dir eine Frage, Verita, und es kommt ein Erdbeben hier. Glaub mir. Sei nicht hochmütig, Verita. Okay, ich hol die hoch. Alle stumm, stummt euch alle kurz. Nein, Rafa, mich regt eine Sache auf. Stummt euch mal kurz alle. Ich stelle sie eine Frage. Stummt euch mal alle. Jetzt wollen wir sehen, weil sie so hochmütig sagt, Angst? Stell eine Anfrage, Verita. Warum stellst du keine Anfrage mehr? Stell eine Anfrage, Verita. Stell eine Anfrage. Alle stummen sich jetzt. Ich stelle nur eine Frage. Verita, stelle eine Anfrage. Komm. So, ich stelle eine Anfrage. Stelle eine Anfrage. So, alle stummen sich jetzt. Keiner redet. So, ganz kurz. So, was hast du? Verita, ich stelle jetzt eine Frage. Du hörst jetzt zu. Nein, runter. Wenn du keine Angst hast, hörst du. Runter. Entweder du hörst mir zu oder geh runter. Ganz einfach. Ich stelle dir die Frage, wenn du schon so hochmütig bist,
stelle ich dir eine Frage und du beantwortest meine Frage. Und von mir aus kannst du das dann kombinieren mit das, was du willst. Ganz einfach. Die hat Angst, Leute, weil sie genau weiß, sie kann diese Frage nicht beantworten. Sie hat Angst und sie weiß das. Ich hole dich nochmal hoch. Du lässt mich reden und ich stelle dir eine einzige Frage. Ja, Angsthase. Ja, dann lass mich reden. So. Jetzt, ich gebe dir nochmal die Chance. Ich gebe dir jetzt nochmal die Chance. Pass auf. Du hast mich gebeten um eine Debatte mit dir. Du hattest mich gebeten um eine... Nein. Ich rede jetzt. Rede nicht dazwischen. Ich stelle dir eine Frage. Du fängst schon wieder an zu stumm, Flex. Hör zu. Weil ich dir eine Frage stelle. Ladies first, ne? Nein. Ich stelle dir eine Frage. Ladies first? Ladies first, lass doch deine... Ich spreche, weil du kannst deinen Koran nicht verteidigen. Lass gut, komm mit deiner Frage. Ja, dann hör mir zu. Ich stelle dir eine Frage. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du deinen Islam verteidigen kannst. So, meine liebe Dame. Im Koran, ja, dein heiliger Koran, wollen wir jetzt eine einzige Sache von dir erfahren. Ich will keine hohe Türme hören, ich will kein Embryo hören. Hast du eben schon erzählt, wir wissen das mittlerweile mit deinen Prophezeiungen, also bring was Neues. Lass mich bitte reden. Wenn du willst... Könnt ihr den aufnehmen? Ja, der blamiert sich wieder mal, dann ist es schon das dritte Mal, wo er ins eigene Lappen sich anpisst. Lass mich reden. Lass mich bitte reden. Weil wenn dein Koran ja so die Wahrheit ist, Bruder, dann Joni, assalamu alaikum, lieber Bruder. Lass mich mal reden, bitte. Na komm. Also, ich möchte nichts von der verfälschten Bibel, weil die Bibel ist sowas von verfälscht. Ja, da brauchen wir auch gar keine Prophezeiungen herausziehen. Ich möchte von dir jetzt eine islamische Prophezeiung. Lass mich reden. Ich möchte von dir eine islamische Prophezeiung, die mit der Bibel keine Kombination hat. Weil ihr seid ja die letzte Offenbarung, deswegen wollen wir von euch eine islamische Prophezeiung. Warum muss ich dir eine Prophezeiung geben von Allah? Lass mich reden. Ich möchte keine biblischen Prophezeiungen. Ich will nichts auch von hohen Türmen, die gebaut werden, als Prophezeiung haben. Ich will nichts vom Krieg haben. Das hast du eben schon gebracht. Bringst du als die gleiche alte Leier, kannst du auch was anderes? Erzähl mir, wie viele Heilige Geister in der Bibel sind, du Armleuchter. Lass mich. Wie viele Heilige Geister sind in der Bibel drin? Was fängst du an zu zittern? Raus. Du bist eine Angsthase. Du hast so Angst, weil du weißt, ihr habt im Islam keine Prophezeiung. Flex, ihr könnt das nicht verteidigen, weil ich nehme jeden einzelnen von euch so auseinander, was Prophezeiungen angeht. Was gibt's denn? Ganz einfach. Joni, ganz einfach. Bei der Bibel, sag mal ein paar Prophezeiungen. Einfach nur so, nicht als Debatte, erklär einfach. Juni, darauf gehen wir gleich ein, das ist kein Problem. Die Frau habe ich nur hier hochgeholt, weil sie sehr hochmütig ist. Und sie kann nicht argumentieren. Und sie weiß, im Islam gibt es keine Prophezeiungen. Jede Prophezeiung wurde was aus der Bibel geklaut. Der Islam selbst hat keine Prophezeiung und das weiß sie. Sie ist so verzweifelt und deswegen fängt sie an zu schreien, weil sie kann den Islam nicht verteidigen. Flex, sie ist auf Anabolika, deswegen muss sie schreien. Ja, alles gut. Flex. Lass mich mal kurz mit Joni dieses Gespräch eine Sekunde fertig machen, dann gehen wir weiter. Ja. Juni ist wenigstens respektvoller wie sie. Das passt. Juni können wir hier drinnen lassen, alles gut. Juni. Und auch an alle anderen, die hier drin sind. Joni, guck mal. Was Flex gesagt hat und ich gesagt habe am Anfang, wir greifen hier niemanden an. Warum soll ich hier jemanden angreifen? Ich greife hier nicht an. Rafa, lass mich sogar den Juni eine Sache kurz sagen und dann. Juni, ich möchte dir einfach offiziell eine Sache sagen. Ja, wenn wir dich am Anfang, sagen wir mal, zu sehr attackiert haben, ich entschuldige mich höchstpersönlich nochmal dafür. Du bist wenigstens respektvoll, du schreist nicht rum. Es ist okay. Wir wollen nur dir zeigen oder wir wollen nur beweisen, dass wir hier ein Riesenproblem haben. Mehr nicht. Ich hoffe, du wirst.
Es geht nur um ein Problem, Joni. Es geht hier, ja. Es geht hier um ein Identifikation. Moment mal, ich höre euch ganz Zeit doppelt. Identifikation. Kann ich ganz schön rein? Du musst raus und wieder reinkommen. Ich glaube, du musst raus und dann wieder reinkommen. Dann sollte es gehen. Okay. Ist er wieder da? Ja, der stellt nochmal eine Anfrage, den hole ich den hoch. Ist kein Problem. Ey, dieses Thema ist sehr tiefgründig und das sollen viele wissen und so, weil das, was. Absolut. Das ist sehr wichtig. Joni. Aber soll ich dir mal sagen, was meine Befürchtung ist? Ich sag dir ehrlich, ich lasse jeden seinen Glauben leben. Ne? Yeah. Ich mach das gar nicht, jemanden zu überzeugen oder irgendwas. Yeah. Das ist mein Ding, ne? Aber ich habe echt nicht mal Angst, habe ich nicht, aber Befürchtung ist natürlich da. Glaubst du mir, dass das vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gab es so etwas gar nicht? Vor allem nicht auf TikTok, diese yeah. Hetzereien, Muslime gegen Christen, gegen was yeah. weiß ich. Und das wird immer radikaler und radikaler und radikaler. Und ich sag dir auch, wieso. Ich kann es dir danach auch erklären. Im Namen von Religionen werden die Leute Kriege, Bürgerkriege führen. Ich schwöre, das dauert nicht mehr lange. Es ist normal so. Juni, es ist normal so. Aber weißt du was? Ich danke Gott für Social Media. Weil ohne Social Media würden wir nicht diese gewissen Dinge herausfinden. Richtig, genau. Das ist, weißt du, Social Media hat uns auf gewisse Art und Weise die Augen geöffnet. Juni, guck mal, was ich dir am Anfang sagen wollte, ist, wir greifen weder den Koran an, ich greife weder Allah an, ich greife weder Mohammed an, ich greife keinen von denen an, ne? Ich muss mir als Christ Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr anhören, dass mein Jesus nicht Gott ist, okay? Das ist für mich eigentlich eine Beleidigung, aber wir sind ruhig, wir reagieren nicht, okay? Ich muss mir Woche für Woche anhören, mein Buch ist verfälscht. Ich muss mir anhören, heute... Ja, mit, tatsächlich. Ich muss mir anhören, wir sind Götzendiener, okay? Von Muslimen, okay? Wir haben hier ein klares Problem und das soll jeder hier ganz klar wissen. Es geht um ein Identifikationsproblem. Ja. Aber genau so werden doch die Muslime auch, habt ihr doch auch ein Angriffsfeld, was beziehungsweise auch Muslime seit Jahrhunderten, bestimmt seit Tausenden. Es gibt, Juni, es gibt immer. Ich habe das bei euren Livestream gehört, Antichrist oder was weiß ich und was, du weißt doch, solche Sachen oder. Und das ist das, Juni. Die ihr also mal als Humor rüberbringen wollt, aber das sehen die meisten Muslime nicht als Humor. Das aber lass mich nur genau kurz was offiziell kurz sagen. An alle, die hier drinne sind, ja, lasst uns das mit Liebe machen, weil ja. der Juni ist respektvoll, Leute. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Nicht, dass jemand den Juni angreift. Wir sind nicht wie die Gummibärbande, ja, dass wenn ein Christ reinkommt und dass die anfangen, diesen Christen zu attackieren. Wir dürfen ihn nicht attackieren, weil er spricht immer noch ganz gechillt, in Ruhe. Wir greifen ihn nicht an, Leute. Wir greifen ihn nicht an, Juni. Alles klar. Lass mich mal zwei, drei Minuten kurz was sagen. Juni, guck mal. Ja. Yeah. Es geht hier, wie gesagt, um ein Identifikationsproblem, okay? Ja. Wenn du zur Polizei gehst, musst du Fingerabdrücke geben, etc., damit man genau weiß, um wen es sich gerade handelt, okay? Genau. Und das Problem, was wir zwischen den drei Büchern haben, ist, dass zwei Bücher predigen denselben Gott und das eine Buch predigt nicht denselben Gott. Verstehst du? Und das ist das Problem, was wir haben. Es gibt Menschen, die können nicht Arabisch, okay? Es gibt Menschen, die denken, dass derselbe Gott im Koran, derselbe Gott im Alten Testament und im Neuen Testament ist. Und ich zum Beispiel, meine Person, Flex zum Beispiel, wir sind gerade nur hier. Ich bin nicht auf den Lives. Ich bin nicht so oft in Lives drin. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich zum Beispiel joine heute Flex bisschen. Und wir reden einfach nur über die Identifikation des Gottes im Alten Testament. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn der Gott im Alten Testament Yahweh heißt, okay? Wenn sein Name Yahweh ist, er hat mehrere Namen, ne? Wenn dieser Gott im Alten Testament ist, für uns ist das der einzig wahre Gott, der im Alten Testament offenbart ist. Von der Grundreligion des Judentums. Richtig. Die Grundreligion ist des Judentums und der Gott da drinnen heißt Yahweh. Und Richtig. Wir stellen uns nur eine gewisse Frage. Wenn Allah der einzig wahre Gott ist, okay, der von Grundlegung der Erde schon da ist, okay,
der Adam und Eva gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat, etc. Wenn er der einzig wahre Gott ist, dann muss er, hör zu, dann muss er Yahweh sein. Dann muss in seinem Namen, in seiner, in so wie er ist, weil Gott ist ja nicht kreiert, er ist Kreation. Ja. Verstehst du? Richtig. So wie er ist, so wie seine Personalität ist, so wie Allah ist, muss Yahweh drin sein. Er muss Yahweh sein. Verstehst du? Er muss. Der Ursprung von Allah muss Yahweh sein. Aber wenn Allah diesen Ursprung nicht hat, ne? Wenn Allah diesen Ursprung nicht hat, dann haben wir ein Riesenproblem. Weißt du wieso? Weil dann macht alles, was das, der Koran sagt, über den Alten Testament und Neue Testament, alles macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Weil wenn der Koran über die Propheten redet oder über Jesus redet, ne, und es ist nicht Yahweh, dann stellt man sich die Frage, wo war Allah, als Yahweh mit den Propheten und so alles geredet hat? Wo war Allah? Richtig. Genau, wo war Allah? Wo war Allah? Weil es sind, wir sind uns jetzt einig, das sind zwei verschiedene Götter. Wir haben nicht denselben Gott. Es sind zwei verschiedene Götter. Wenn es derselbe Gott ist, okay, aber es ist es leider nicht. Und weil es nicht derselbe Gott ist, muss einer von den beiden falsch liegen. Und da der Judentum die Grundlegung ist von allem, von allem, wenn es um Gott geht, ist der Koran in dem Sinne falsch, wenn wir vor Gericht gehen würden, weil Allah seinen Namen geändert hat, seine Stadt, Postleitzahl geändert hat, seine Sprache geändert hat, sein Engel ist von Friedensengel zu Würger geworden, okay? Das sind Dinge, da haben sich Dinge einfach komplett verändert. Hier geht es, ich, und das muss jeder Christ genau wissen, es geht um Yahweh. Juri, man musst du doch nicht schicken, Bruder, ich küsse doch dein Herz. Es geht um Yahweh, es geht um Yahweh gegen Allah. Und Yahweh ist der einzig wahre Gott. Und wenn Allah Yahweh ist, dann kann er, dann haben Muslimen eigentlich auch das Recht, über Bibel und Judentum zu kritisieren. Aber da ihr nicht derselbe Gott seid, also nicht denselben Gott habt, habt ihr eigentlich kein Recht, über uns zu reden. Und das ist, was ich eigentlich nur mitteilen wollte, damit Leute wissen, hier geht es nicht um Fitna machen oder so, hier geht es nur darum, ob der Koran überhaupt legitimisiert ist, über Yahweh zu sprechen, wenn es gar nicht Yahweh ist. Warum spricht ein anderer Gott über einen anderen Gott, über das, was der andere Gott mit Mensch gemacht hat? Wieso? Das sind große Fragezeichen, die sich jeder mal stellen muss. Ja, ganz kurz, Ultimate, du hast die ganze Zeit jetzt unten geschrieben, dass du unbedingt hochkommen möchtest. Was ist denn das Problem? Erstens, ich will meinen Bruder Yunis Salam Alaikum sagen und ich grüße euch alle. Okay. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich hoffe, dass das wird dann sehr, sehr schwierig sein. Ja. Ich hab den Aus welchem Land kommst du? Ja? Aus welchem Land kommst du, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Somalia. Du kommst aus Somalia? Ja, ja. Und du? Ich komme aus Ghana. Okay, freut mich. Ich will erstmal zuhören, bis der Bruder seine Rede fertig ist. Ich bin fertig. Du kannst gern sagen, was du kannst mir. Du kannst was hast du Ultimate? Genau, weil ich denke, Rafa, der Bruder, hat Juni schon viel mitgegeben und das ist ein Riesenproblem, was wir natürlich haben. Und ich hoffe, Juni, dass du. Du hast vorhin was erwähnt, Juni, was mich wirklich sehr, sehr interessiert. Du hast gesagt, das war davor nicht so, dass die Leute hier extrem über Religion sprechen und so. Hier haben wir ein Problem, Juni. Und zwar, wenn wir darüber nicht aufklären, wir könnten als Christen uns auch zurücklehnen und sagen, aber mein Gott, das interessiert uns nicht. Aber wir müssen darüber aufklären. Denn weil, wenn eine Ideologie sich verbreitet, mit ganz viel Irrlehre, dann müssen wir Christen aufstehen und Apologetik betreiben. Das heißt also, wir müssen darüber aufklären. Es ist sehr äußerst wichtig, weil würden wir diese Punkte heute nicht nennen, dann würdest du diese Punkte auch heute nicht hören.
Und deswegen müssen wir dir das auch weitergeben, dass du das schon mal gehört hast. Was du daraus machst, das ist ganz alleine dir überlassen, Juni. Keiner hat dir gesagt, du musst das Christentum annehmen, du musst das machen. Das hat dir keiner gesagt. Keiner. Das ist ganz alleine deine Sache, Juni. Ja, aber wir müssen darüber sprechen, wir müssen Apologetik betreiben und die Leute aufklären. Denn wenn jeder diese falsche Lehre befolgt, dann gehen alle in die Hölle. Ja, also laut biblischer Sicht. Ja, wenn du der Dunkelheit sozusagen folgst, alle gehen in der Hölle. Und deswegen muss man die saubere Lehre verbreiten, dass die Leute das einmal gehört haben. Am Ende des Tages, du kannst immer noch sagen, no, Islam is the truth. Bleib dabei. Keiner hat gesagt, du sollst konvertieren. Aber dass du es wenigstens einmal gehört hast, um was es wirklich geht und was die Intention dahinter steckt. Denn es ist eine Riesenirrlehre, einen Gott hinzustellen, ihn, sagen wir mal, also so hart es klingt jetzt, Juni, wie ich das sagen muss, als Allah, also man nennt ihn Allah, Allah, es ist ihm niemand gleich und XY. Ein Gott, der sich nicht mal erklären kann, wie er aussieht. Ein Gott, der Mohammed nicht mal eine Offenbarung gegeben hat, sondern eine Offenbarung von einem Engel bekommen hat. Der Engel wurde geschickt von Gott, aber woher soll Mohammed wissen, dass dieser Engel von Gott kommt? Das ist die nächste Frage. Weil es hätte auch ein Dämon sein können, der Mohammed sich offenbart hat und gesagt hat, hey, hallo, ich komme von Gott. Hier, bitteschön. Das ist die Offenbarung, die ich bekommen habe von Gott. Es könnte auch ein Dämon sein. Und deswegen müssen wir darüber aufklären. Denn wenn ein anderer Engel zu euch kommt und ein anderes Evangelium predigt, so sei er verflucht, mein Freund. Denn Gott möchte mit seinem Propheten Angesicht zu Angesicht sprechen. Ich spreche hier von einem Bibelvers, das ist Galater Kapitel 1, Vers 8. Es ist wichtig, dass wir darüber aufklären. Die meisten Muslime würden dann sagen, ah, guck mal, der redet Unsinn und so. Aber das ist die Wahrheit. Wenn du logisch denkst, wenn jetzt ein Engel dir erscheint und sagt, hey, hör mal zu, zitiere das, was ich dir gerade zeige, denn ich komme von Gott, würdest du das denn zitieren? Das wäre schon ein bisschen komisch. Denn Gott möchte mit dir ja sprechen und dich warnen. Und nicht irgendein Engel kommt und sagt, hey, du, hör mal zu, ich komme von Gott, hier, bitteschön, zitiere das mal. Lass mich kurz was dazu sagen, eine Sekunde, was dazu sagen, Juni. Ganz gefährlich, ja. Felix, ich hab hier eine Frage. Warte, Ultimate. Guck mal, ja? Zu dem Thema kurz, eine Sekunde. Wisst ihr das eigentlich, als Mohammed, Engel, Jibril, als sie sich getroffen haben, also als Engel, der Engel ihn getroffen hat, etc., mit dem Würgen und so weiter und so fort. Mohammed wusste nicht, was ihm geschehen ist. Und wisst ihr, wer Mohammed gesagt hat, dass es der Engel Jibril ist? Wisst ihr, wer das war? Wer hat das gesagt? Das war dein Onkel. Nein. Doch, ich kann dir jetzt die Hadithe zeigen. War das eigentlich? Hallo, ich kann dir jetzt die Hadithe zeigen. Okay, hol die Hadith raus, aber bevor du die Hadith rausholst, ich hab eine Frage an Felix. Lass mich mal kurz ausreden. Okay. Der Onkel von Mohammed hat ihm gesagt, Khadija. Hat ihm gesagt, das muss der Engel Gabriel gewesen sein. Okay, gib mir die Hadith. Warte, nicht schlafen, bitte Leute ausreden lassen. Der hat gesagt, das muss der Engel Gabriel sein, der Moses begegnet ist. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wann hat Mose den Engel Gabriel getroffen? Erstmal hol den Hadith und lies es. Du hast gesagt, das war sein Onkel, ja? Ich hol dir jetzt die Hadith. Okay. Ich bring dir heute dein eigenes Buch bei. Oh, kein Problem. Aber bevor du das rausbringst, ich habe eine Frage an Felix. Felix, du hast vieles erzählt und ein davon war, Allah ist nicht Gott, hast du gesagt, ja? Also hinter Allah verbirgt sich jemand ganz anders tatsächlich, ja, okay. Weil das sehen wir in der Schrift. Okay, und du hast auch gesagt, was mich also auch sehr interessiert hat, das war,
Du hast gesagt, wenn wir nicht den Waren wegfolgen, wir gehen alle zur Hölle. Hast du gesagt. Du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus möchte. Also ich erkläre es dir nochmal. Guck mal. Das ist etwas, was jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, und einen sauberen Geist in sich trägt, der wird sofort wach und versteht, über was ich hier gerade spreche. Lass mich dir das erklären, ganz kurz. Schreib es in bitte. Die Kommentare. Ganz kurz. Und zwar, Ultimate. Wenn jetzt ein Engel zu dir kommt, okay, dieser Engel kommt zu dir. Boom, der sagt, hey, ich komme von Gott. Ich komme von Gott. Zitiere bitte das hier. Würdest du das zitieren? Ein Engel von Gottes. Nein, du hast mich nicht verstanden. Guck mal, ich mach's dir, ich helfe dir nochmal. Also, du bist Ultimate. Mhm. Und jetzt komm ich. Ich komme zu dir und sag, hey, hör mal zu, ich bin ein Engel. Zitiere das jetzt. Zitiere das jetzt. Zitiere diese Schrift hier. Ich bin ein Engel. Zitiere diese Schrift jetzt. Lies jetzt. Würdest du das machen? Und dieser Engel, der sich aber Engel nennt, sagt aber zu dir, ich komme von Gott. Lies jetzt. Würdest du es lesen? Ich hätte Angst bekommen. Okay, gut. Okay. Du hättest Angst bekommen, aber meine Frage ist, dieser Engel sagt, ich komme von Gott. Lies jetzt. Würdest du es lesen? Und du kannst nicht lesen. Warte. Wenn ich nicht lesen kann, ich kann nicht lesen, ja? Nein. Guck mal, ich will dir nur helfen. Guck mal, Nein. Also ich weiß, ich verstehe, was du sagen willst. Nein. Felix, ich verstehe, was du sagen willst. Ich verstehe, wo du auch hingehst. Wir fangen wieder von vorne an. Warte, bitte. Ich verstehe, wo du hingehst und ich verstehe, was du sagen willst. Ich verstehe deine Frage, bevor du fragst, Bruder. Warte, Ultimate, warte. Guck mal, ich komme zu dir. Du kannst reden. Du kannst lesen. So, ich komme zu dir und sag dir, ich komme von Gott. Ich komme vom Himmel gerade. Ich komme von Gott. Und ich komme jetzt zu dir und sage, hey, ich habe hier ein Evangelium. Ich möchte bitte, dass du das liest. Würdest du das lesen? Und wenn ich nicht lesen kann, ich kann nicht lesen. Ich werde nicht lesen. Okay. Sagen wir mal, ich aber bin was so. Ist, wenn ich du lesen kannst, Gast würdest du trotzdem. Warte, was ist aber, wenn du lesen kannst, würdest du dieses Evangelium lesen? Okay, kann ich der Kuss antworten? Natürlich. Sagen wir mal, ich bin ungelernt. Ich bin Unalphabet. Ja? Wenn ein Engel zu mir kommt, obwohl der ein Engel ist, ja, der kommt zu mir und dann sagt, lies das. Dann ich werde sagen, ich habe Angst erstens, weil ich habe dieser Person noch nie begegnet. Ich habe mit ihm noch nie begegnet. Warte, weil ich habe jetzt gleich ich kann nicht lesen. Dann ich werde sagen, nein, ich kann nicht lesen. Okay, sehr gut. Okay, so. Jetzt helfe ich dir noch viel, viel, viel besser. Warte, Raphael, jetzt alle stummen sich, jetzt wird's interessant. So. Mohammed, was ist mit Mohammed passiert in der Höhle? Ist er rausgerannt oder ist er noch drinnen geblieben in dieser Höhle? Nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Okay, erstens, als Prophet Muhammad in Ghar Hira war, das ist so, als der in dieser Käfig Mohammed war. Mohammed wollte sich umbringen, nachdem er den Engel... Nein, warte, Rafa, warte. Es wird sehr, sehr schön, die Geschichte. Okay. Ultimate, ich stelle dir diese Frage. Ich erkläre dir. Mohammed rausgelaufen, rausgerannt, voller Angst, oder ist er noch in der Höhle drinnen geblieben? Ja oder nein? Also es gibt nie Ja oder Nein. Es gibt keine Frage, die Ja oder Nein ist. Ja, ist okay, schau. Oder nicht? Ist er rausgerannt oder ist er drinnen geblieben? Was jetzt Warte, erstens. Es gibt nie Ja oder Nein. Du wirst ein Ja oder Nein Antwort haben. Es gibt kein Ja oder Nein. Dann sag einfach, ist er rausgerannt oder drinnen geblieben? Was passiert war, warte, Rafa. Erstens, was passiert war, als Angel Gabriel zu Prophet Muhammad gekommen ist, sallallahu alaihi wasallam, Frieden sei auf ihm, der hat gesagt, lies. Und der hat gesagt, ma ana biqari, ich kann nicht lesen, ich bin Unalphabet. Der hat wieder gesagt, lies.
Und der ist in eine Form gekommen, die der noch nie gesehen hat. Und dann der hat ihn am Hals gepackt und dann der hat gesagt, lies. So mit er hat ihn am Hals gepackt, ja? Hast du gesagt. Astagfirullah. Ja, ja, ja. Astagfirullah. Der Engel hat ihn gepackt. Ja, ja, ja. Schau, die Engel, am Hals die hat er ihn gepackt. Engel, die können Formen nehmen, Menschenformen ein nehmen. Ein Engel packt einen Menschen am Hals, so. Ja, der Engel kann einen Menschenform nehmen. Astagfirullah. Oder nicht? Guck mal, ob er die Menschenform nimmt. Nein. Können Engel Form von Menschen nehmen oder nicht? Hör mal zu. Erstmal. Aber red ich jetzt mit Flex, dir? Flex, lass mich oder mal mit Felix? Flex, lass mich mal eine Sekunde. Red mal mit Felix oder mit dir, Rafa? Okay, Ikra. Gut, schalt mich raus. Red mit Flex. Ikra. Okay. Ich halte mich raus. Ja, das ist. Schau. Und weißt du, was lustig ist, dass du David so lustig machst? Weißt du, was lustig ist? Dass du sagst, der hat gesagt, lies und ich kann nicht lesen, dass du das sagst. Schau, in Jesaja 29, 12, kannst du das lesen? Okay, guck mal, ich stell diese Frage noch einmal. Und bitte, ich möchte wissen von deiner Seite aus. Ich möchte ehrlich einen Dialog führen mit dir. Ist Mohammed aus dieser Höhle rausgerannt oder ist er in diese Höhle geblieben? Bitte nachdem nur der rausgelassen war, ja, der ist da rausgerannt. Okay, nachdem der so, Engel gegangen ist. Als er rausgerannt ist zu Waraka und Waraka die Geschichte erzählt hat, was hat Waraka zu ihm gesagt? Der ist zu Waraka gerannt, der ist zu seiner Frau gerannt. Richtig. So, was hat aber seine Frau zu ihm gesagt? Sie hat gesagt, du bist ein netter Mensch, ein guter Mensch, du hilfst die Nötigen. Du unterstützt die Hilfe, also die Armen. Nein, Gott, wie, nein. Warte. Frau, also du Frau, hast mich, du, kann ich antworten? Astagfirullah. Okay. Sie hat gesagt, du, Gott wird dich nicht also Schlechtes tun. Hab keine Angst. Sie hat ihn beruhigt. Und dann, sie hat gesagt, sie hatte einen Cousin, der war Christ, ja. Der hatte so, ja. Der war ein Priester. Warte. Und dann die ist zu ihm gegangen, der hat gesagt, der hat ihr erzählt, was der gesehen ist, ja, also hat und was passiert war. Die ist mit Waraka gegangen und Waraka hat gesagt, schau, Mohammed, derjenige, dem du begegnet hast, ist derjenige, der zu alle Propheten gekommen ist. Nein, hat er nicht. Okay, stopp. Okay, jetzt habe ich dich. Warte, stopp, Rafa. Es gibt keine Stopp. Lass mich ausreden und dann. Nein, stopp. Darf ich weiter sagen? Ultimate, hier haben wir ein Riesenproblem. Lass mich mal kurz reden. Felix, warte. Ganz kurz, Rafa, warte, ganz kurz. Ultimate, jetzt haben wir einen Riesenprophet. Woher soll Waraka wissen, dass dieser Engel, der in dieser Höhle war, Jibril ist, obwohl Waraka nicht dabei war? Jetzt kannst du reden. Okay. Woher soll er das? Felix, erstens, wir diskutieren hier. Ja? Lass uns gegenseitig respektieren. Ich lasse dich ausreden. Ohne Spaß. Ich hab dich ausreden gelassen. Lass mich ausreden. Da so läuft so eine Diskussion. Okay, ich sag weiter. Und dann, der hat gesagt, keiner Mensch, kein Prophet ist zu diesem Engel gekommen, außer seinen Menschen, die haben ihn rausgekickt. Der hat gesagt, meine Leute werden mich auch rauskicken. Der hat gesagt, ja, aber ich hätte gehofft, dass ich in diesem Tag, wo deine Leute dich rauskicken, dass ich bei dir sein könnte. Ja, okay. Du hast gefragt, wie wusste der, dass dieser Mensch Engel Gabriel war? Ich habe dir gesagt, ich wusste, dass du auch diese Frage stellen wirst, weil der wusste, der war ein Priester, der hat Wissen von dem Alten Testament.
Der war ein Priester, der war nicht so nur sein Onkel. Merkt ihr genau, wenn du in Jesaja liest, genau, schau, der hat erzählt, was passiert ist. Merkt ihr genau, und was in er diesem sagt. Zeit, was? Rafa, warte, lass mich ausreden, Bruder. Bitte merken, was er gerade sagt. Bitte alle. Ja, merke das. Sehr gut. Weißt du, in diesem Zeitraum viele, was denkst du, warum waren viele Juden in Medina? Weil in der Bibel es wurde prophezeit, dass ein Prophet von arabischen Ländern kommen wird. Ja? Und viele Juden deswegen waren in Medina. Und davor, die haben auch, als die Streit mit den Arabern gehabt haben, die haben gesagt, ein Prophet wird von uns kommen und wir werden euch fertig machen. Ja? Wenn du in Jesaja 29, 12 liest, das es handelt sich nicht um Mohammed, weißt du das eigentlich? Lass ihn reden, alles gut, lass ihn warte, reden. Warte, ich schau Jesaja. Lass ihn reden, alles gut, wir lassen ihn reden. Sorry, okay. Das heißt, ich bin gleich fertig, ja? Jesaja 29, 12, bis zu 29, 12. Ja. 29, 12. Ich kann dir vorlesen, ich hab's hier auf Deutsch. Soll ich dir vorlesen? Nein, Bruder, lass ihn okay, machen. Okay, lass ihn machen, du. Alles gut. Okay, hier. Okay, liest du. Nein, lies, du hast doch da, sag. Lies vor. Oder gleich als wenn man es gebe dem, der nicht lesen kann. Und ich spreche, lies doch das. Und er sprach, ich spreche, ich kann nicht lesen. Das ist ein direkter Prophezeiung in der Bibel, die an Prophet Muhammad prophezeit wurde. Ob du deinen Kopf schüttelst oder nicht, das ist die Wahrheit. Das Rafi. Das ist die Wahrheit. Das jetzt, ist die jetzt lies mal ab 28 mal vor. Soll ich ab 28 lesen? Lies ab 28 bitte vor. Masha'Allah. Allahu Akbar, Tabarakallah. Inshallah, du bist da. Ich freue mich, dass du an das interessierst. Inshallah, bald wirst du Muslim. Was? Bald werde ich was? Inshallah, bald wirst du Muslim, wenn Allah hey, das will. Hey, Flex, was soll ich lesen? Flex, lass uns bitte reagieren nicht. Lass euch bitte vorlesen. Lest mal, sag mal, was ich lesen soll. Allah. Lest mal bitte, was ich vorlesen soll. Sag mal bitte, was ich kann soll. Nicht mehr. Lies ab 28. Mein Deutsch ist nicht lies so gut. Mal ab, bitte, geduldet mit mir. Ja? Habt mit mir ein bisschen Geduld. Hallo, du meinst ab 18, oder? Lies sogar ab 28. Na, Jesaja 29, 28 ist nicht da. Lies, wow, die Baby auch bekannt. Wo die reading? Also, erstens mal handelt es sich in dem Vers nicht um Mohammed, ganz klar. Okay? Guck mal, wir lesen ab 17. Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt. Und der Kamel. Ja, wo liest du 29, 28 oder? Ich bin Vers 28, 1. Guck mal, wenn du willst, wir gehen den ganzen Vers durch. Ganz kurz, Rafa. Ja. Rafa, ich muss Ihnen eine Sache erklären. Ultimate. Ja. Eine Sache darfst du nicht vergessen. Wir haben in der Bibel einen Kontext, den wir beachten müssen. Und wenn ihr diese Verse rauszieht, haben wir ein Riesenproblem, denn wir müssen auch lesen, was davor war. Jetzt, bitteschön, Rafa, du kannst lesen. Okay, gut. Ich lese ab Vers 17, okay? Oh. Hallo. Guck mal, ich mach's dir noch einfacher. Ich lese ab Vers... Oder eigentlich der Vers geht 27, will ich 27 Verse lesen. Ich lese ab 13 weiter, okay? Weiter spricht der Herr, weil sich diesem Volk mit meinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. So siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns.
O euer Verkehrsheit, soll den der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, es hat mich nicht gemacht, oder soll das Geschöpf vor seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Weiter. Jetzt sind wir bei 17. Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Kamel für einen Wald gehalten werden. An jedem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraussehen und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israel. Stopp. Komm mal, das erste Punkt. Denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter... Israel, warte. Denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern. Israel, die einen nicht Menschen, Bediener. Warte. Die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen, um denjenigen Schlingen legen, der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Jetzt kommen noch zwei Verse und jetzt wird es ekelhaft. Darum so spricht der Herr zum Haus Jakobs, er, der Abraham erlöst hat, nun soll Jakob nicht mehr zuschanden und nun soll sein Angesicht nicht mehr erbleichen, denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen, sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murreden werden Belehrung annehmen. Also, entweder, warte. Kleiner also Moment. Warte. Lass mich mal bitte dazu was sagen. Okay, Jonas. Du redest bestimmt vom Wissen. Ich rede nur von dem, was ich jetzt gerade von dem Vers gehört habe. Ja. Ich habe irgendwas über Jakob. In the microphone. Boom, boom. Juni, sag schnell. Lass mich schnell was sagen, dann kannst du was sagen, okay? Es geht um den Vers gerade. Ich sag was dazu. Guck mal, ich hab 15, 20 Minuten meinen Mund gehalten, okay? Ich habe gar nichts gesagt. Aber jetzt muss ich bitte ehrlich zu dir sein. Können wir erstmal erklären, was du jetzt also gesagt hast? Ich erkläre es dir jetzt. Dann kannst du Jonas lassen. Ja, okay, warte kurz. Ich stell dir eine Frage. Eine ganz simple question, okay? Ist Mohammed der Prophet des heiligen Gottes aus Israel? Gib mir eine, das ist eine Ja- oder Nein-Antwort. Es ist Mohammed Rafa, der Prophet? Es gibt keine Antwort, die keine Frage, die Ja oder Nein ist. Ist Mohammed, ich möchte kein Rumgerede. Das gibt nicht. Ist Ja Mohammed, oder Nein. Ist Mohammed der Prophet des heiligen Gottes Israels? Okay. Prophet Mohammed ist der Prophet, die israelischen Volk gewartet haben. Wo steht das Wissen drin? Wissen Sie, ich glaube, Sie erinnern sich an die Geschichte, wo Jesus gefragt wurde. Der wurde gefragt, Soll ich mit dir sprechen oder mit Rafa? Oh my goodness. Warte, guck mal, ich lass dich aus. Du blamierst dich gerade, aber ich lass dich jetzt gerade ausreden. Okay. Als Jesus gefragt wurde, bist du Jesaja? Der hat gesagt, nein. Einen Moment, Jesus hat gesagt, er ist nicht Messias. Einen Moment. Ich schaue den was. Aber warum sagt dann der Koran, dass er der Messias ist? Wenn er. Der wurde gefragt, bist du Elijah? Der hat gesagt, nein. Okay, ich mache eine simple Frage. Ist jetzt Mohammed der Messias? Wie bitte? In Jesaja 29, da haben wir ja weitergelesen und wir sehen ja, dass jemand da prophezeit wird. Und jetzt frage ich dich, ist Mohammed der Messias? Hat was das gesagt, dass
der Messias sagen wird, kannst du lesen, und der wird sagen, nein, ich kann nicht lesen. Hat das der was gesagt? Raphael. Der Verse in Jesaja 29. Hat das der Verse gesagt? Jesus Christ. Jesus Christ. Did the verse say that? Nein. My brother. Can I say something to you? Warte, bevor du das sagst, der hat mir eigentlich eine Frage gestellt, dann ich antworte ihm in einer Minute. Der wurde gefragt, Johannes 1, 21. Ich schaue schnell. Johannes 1, 21. My brother, let me tell you something very quick. Ultimate, can I tell you something? Okay, yeah. Jesus Christ is the only truth. Please do me one favor, follow Jesus, because what you're following has nothing to do with God. That is what I can tell you as a brother. Okay, als Johannes gefragt wurde, bist du Christus? Der hat gesagt, nein. Und dann die haben ihn gefragt, bist du Elias? Der hat gesagt, auch nein. Ja, und die haben ihn gefragt, sehen Sie den Prophet? Ja, die haben gefragt, are you that prophet? Johannes, auf Deutsch, wo ist auf Deutsch? Warte kurz. My brother, you are jumping from topic to a different topic. Nein, auf Deutsch, ich will kurz. You're jumping to Johannes, you're jumping to something different. You're jumping to something different, my brother. Okay. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elias? My brother, you are jumping. Ich bin nichts. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Meine Frage ist hier. Wenn die israelische Volk keinen anderen Prophet gewartet haben, warum haben die ihn gefragt, sind sie der Prophet? Bist du der Prophet? Der hat nein gesagt. Die haben andere Prophet gewartet, der noch nachkommen wird. Ja? Und laut der Bibel, in der Alte Testament, der Bibel sagt, Gott sagt in der Bibel, ich werde einen Prophet von den Brüdern von der israelischen Volk rausholen. Wer sind die Brüder von der israelischen Volk? Die sind die Araber. Die haben einen Prophet gewartet, der von Arabien kommen wird. Nein, also, die haben auf einen Propheten gewartet, der Söhne von Israel wird, und weil das ja nicht der Sohn von Israel gekommen ist, und zwar der Sohn von den Arabern, das war halt der Streitgrund damals zwischen den Juden und den Muslimen. Also so weiß ich das. Nein. Joni, nein. Da liegst du falsch. Danke, ich küsse dein Herz. Da liegst du total falsch. Ich habe ewig nicht mehr gesehen, Marouche. Da liegst du total falsch. Warum liege ich da total falsch? Die Juden haben gesagt, der letzte Prophet wird von den Söhnen von Israel gekommen. So das war ist, was die gesagt haben, aber nicht. Darf ich euch mal was fragen? Wenn das so ist, warum warten dann die Juden auf den Messias, wenn Jungs, Mohammed es aber war? Flex, hörst du mich? Wie bitte? Ja, wer hat geredet gerade? Raphael, Flex, hörst du mich? Nein, bei uns. Ja, Bruder, wir hören dich. Gut. Hey, lass mich mal kurz was sagen. Der Messias ist auch Jesus bei uns. Ist Juni, Ultimate Sports. Macht mal kurz stumm. Ich habe 20 Minuten meinen Mund gehalten. Jetzt seid mal kurz leise. Ich war leise, ich habe kein Wort gesagt. Jetzt möchte ich auch diesen selben Respekt von euch bekommen, okay? Ganz simpel. Wir waren bei dem Thema, okay? Wir waren bei dem Thema Engel Gabriel, okay? Wir haben über das Thema Engel Gabriel Würden Gottes geredet. Segen, seid ihr alle Gottes gegrüßt. Segen. Alles gut. Mama, eine Sekunde, Bruder. gleich. Wir haben über das Thema geredet. Wir haben über das Thema geredet, Engel Gabriel, okay? Und du jumpst hier auf Bibel etc. Okay, kein Problem. Hör mir mal zu jetzt. Ganz simpel. Erste Thema, was wir heute hier besprochen haben, ist, dass Allah ist nicht Yahweh. Allah ist nicht der heilige Gott Israels. Punkt, Period, fertig. Sache geregelt. Zweite Sache, die wir aufgeklärt haben, ganz simpel, damit jeder ganz klar versteht,
ist, dass der Engel Gabriel der Bibel ist nicht Jibril. Ganz klare Sache. Der Engel ganz Gabriel, klare Sache. Der Engel Gabriel in der Bibel hat noch nie jemanden erwürgt. Der Engel Gabriel hatte damals die Kapazität, einen Menschen taub zu machen. Guck mal, Raphael, weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? So, erwürgt. Warte kurz, Flex, lass mich das mal fertig machen. Also, der Engel Gabriel, Flex, lass mich das mal fertig machen. Der Engel Gabriel hatte damals die Kapazität, Zacharias taubstumm zu machen, okay? Und Jibril wusste nicht mal, okay, dass Mohammed weder lesen oder schreiben kann. Erste Sache. Zweite Sache ist, Mohammed wusste nicht, okay, er wusste ganz klar nicht, wer dieser Engel ist, okay, falls es überhaupt ein Engel war. Egal. Er wusste nicht, wer dieser Engel ist. In Sahih al-Bukhari, ich hab euch den Vers gegeben, in Sahih al-Bukhari, 6-9 irgendwas. Einer soll es nochmal, ich hab's hier reingelegt, ich hol's euch jetzt nochmal. In Sahih al-Bukhari wird die Begegnung ganz klar beschrieben. Guck mal, ich mach das sogar noch besser. Mach es groß. Moment. Mach es bitte groß. Moment, Bruder, ich mach es sogar noch besser. Ultimate and Juni. Als Jibril Mohammed begegnet ist, hat Jibril sich vorgestellt, wer er war? Nein. Hat er nicht. Aha. Aber er hat so, das, was die viele Moslems auch nicht. Aber das, was viele Moslems auch nicht wissen, also, ich möchte nur ganz kurz etwas sagen, Felix, wenn das okay ist für euch. Ich möchte euch absolut nicht unterbrechen. Ich bin nur verwundert gewesen, dass der Bruder eine Armenienflagge hinter sich hat und auf TikTok live ist. Bruder, das ist eine wunderschöne Geste, die du da machst. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Amen. Ja, Bruder, kein Problem. Das ist wirklich verwundernswert. Ich hätte so etwas, ich habe in meinen langen Jahren, seitdem ich hier in Deutschland lebe, so etwas habe ich wirklich nicht gesehen. Es ist wirklich verwundernswert. Oder du scheinst wahrscheinlich ein sehr gelesener Junge zu sein. Auf jeden Fall. Weil ich weiß ja auch, dass Armenien auch ein unterdrücktes Volk ist. Und alles, was mit Armenien, Aramäisch zu tun hat, Bruder, ich küsse eure Herzen. Ich unterstütze euch ebenfalls wie die Jesiden, Bruder. Ne, ich habe ab und zu mal armenische Flagge, dann habe ich arabische Flagge. Bruder, an die jesidischen Brüder. Ich würde sogar liebend gerne vorschlagen, dass wir eine Schweigeminute für alle Kinder, die im Krieg 2020 und 2021 verstorben sind, bei uns haben an der Front unsere Brüder gekämpft. Ich habe selber Familienmitglieder gehabt, die verstorben sind. Und eine Minute, in der Zeit hole ich den Vers. Ey, in der Zeit hole ich den Vers. Wir machen, ey, Flex, wir gehen auf den Vers jetzt gleich drauf. Aber lass uns mal bitte auf den Bruder eingehen. Lass uns mal ein Gebet sprechen. Bruder, spreche ein Gebet aus. Ich bin dafür. Also, nach der einen Schweigeminute, ich will auch eine Schweigeminute für Palästinenser. Für alle, Bruder, wenn ich von Armenien spreche, spreche ich auch von Palästina. Leute, Palästina ist durch vier geteilt und ein Teil davon ist armenisch, mein Bruder. Vor allem Leute, die in der ganzen Welt die unschuldig getötet sind. Für Israel, ja, dürfen wir nicht vergessen. Für alle Länder, die im Krieg sind und unterdrückt werden. Amen. Richtig, richtig. Also gut, dann Bruder, Feiz, dann schieß los mit dem Gebet. Ne? Lieber Herr, bewahre uns von dem Bösen, schütze alle Seelen im Paradies. Möge Gott alle Familien segnen mit Glück und möge keine Mutter mehr weinen, wenn eine Bombe einschlägt oder etwas Schlimmes auf dieser Erde passiert. Mögen alle geschützt werden. Mein Herz steht für jedes Kind, was in Palästina ihr Leben verliert. Für jede Mutter, die eine Träne verliert. Lieber Gott, schenk uns nur Frieden auf dieser Erde. Im Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Also, ey, ich mach Amen. Weiter. Amen. Also, Andi, damit jeder nochmal klar weiß, okay? Sahih al-Bukhari 6,9, warte,
Es ist Sai Al-Bukhari 6982. Das ist die ganze Story von dem, was ich jetzt sage, okay? Wenn ich jetzt lügen sollte, kann jeder nachgucken, wird merken, ich lüge nicht. Chill, Bruder. Der Ultimate, ich will auch diesen Respekt auch geben, weil sonst wäre das auch ein bisschen unfair. Yeah. Auch als Moslem sage ich es nochmal offiziell, wir lieben euch ja trotzdem, auch wenn wir darüber aufklären jeden Tag und wenn wir den Islam, sagen wir mal, richtig aufklären und darüber sprechen, wir müssen das machen, weil ganz einfach, man muss die Wahrheit sprechen, ne? Und der Ultimate hat gesagt, er will für Palästina ein Gebet. Ultimate, bitteschön, kannst du gerne machen, wir hören uns das auch gerne an, ist gar kein Problem. Nein, ich habe Schweigeminute gesagt. Also ja, gib uns ein Gebet für Palästina, ist doch gar kein Problem. Ja, ich hoffe, dass was in Palästina jetzt abgeht, dass bald in Frieden wechselt und dass die unschuldigen Menschen sich in Friede. Du sollst beten. Ja? Wir machen jetzt eine Schweigeminute. Du betest. Nein, das ist schon ein Gebet. Das ist schon ein Okay, Gebet. Dann Amen. Ja. Amen. Okay, Amen. Dann Amen dann halt. Okay, Amen. Dann Amen. Amen. Okay. Amen. Okay. Jungs, also ganz simpel, in Sai Al-Bukhari, ich mach das ganz easy, ganz schnell, ich will nicht so viel darüber reden. Also, wie gesagt, Engel Jibril etc. hat Mohammed gewürgt, okay? Er hat ihn so sehr gewürgt, dass du liest sogar in Sai Al-Bukhari 6982, dass Mohammed wollte sich sogar selber umbringen. Okay. Aber warte, lass mich fertig reden. Sag mir, wo der sagt. Ich verabschiede mich von euch allen. Sahi, Bruder. Okay. Flex, mach mal bitte. Wir sprechen, Bruder. Jetzt. Flex, kannst du bitte ganz groß Sahi Al-Bukhari 6982 machen, bitte? Mach mal bitte ganz groß. Flex, mach mal bitte ganz groß Sahi Al-Bukhari 6982. Bitte ganz Okay, Moment. Ganz kurz, Moment. Ich zeig dir, dass Mohammed auf einen Berg gehen wollte und sich umbringen wollte. Ich zeig dir. Ja, warte. Sahi Al. Ich zeig dir, wer es. 6, 9, was hast du gesagt? 6982. Ey, das ist der Wahnsinn, Leute. Zeig ganz groß. Ja, warte. Ich drehe gleich meine Kamera. Ich muss kurz hier erstmal ausmachen. Meine Dinger, Moment. Ey, Leute, ich muss sagen, diese Night Sessions sind schon der Hammer, ne? Oh mein Gott, wir haben schon 3 Uhr, ey. Ich bin ja gar nicht mehr müde. 3 Uhr 28. Heute, wir reden viel Wisdom. Mach mal groß, ganz groß. Ja. Warte. Egal, Flex, wir machen bis 7 Uhr. Um Himmels Willen. Okay, dieser Vers ist richtig lang, okay? Okay, sollen wir alles durchgehen? Oder sollen wir... Ja, geh durch. Oder willst du erstmal herausfinden, wo der, dass er sich selber umbringen wollte? Du hast Zeit. Also wir fangen an. Flex, les mal bitte vor, ich mache mal immer Stopp. Astaghfirullah, soll ich jetzt auch noch lesen? Ja, weil ich sehe das sonst nicht. Okay, soll ich lesen? Ich kann auch lesen. Ja. Okay. The common sense of the divine inspirations to Allah's messenger was in the form of good righteous, true dreams in his sleep. He never had a dream, but it came true like bright daylight. He used to go into seclusion, the cave of Hira, where he used to worship Allah alone, continuously for many days, nights. Liest du überhaupt das Richtige? Ja. Many days and nights. Sorry. He used to take him the journey food for that stay and then come back to his wife Khadija to take his food like wise again for another period to stay. Till suddenly the truth descended upon him. While he was in the cave of Hira, the angel came to him in it and asked him to read. The prophet replied, I do not know how to read. The prophet added, I do not know how to read. Ey, du bewegst dich zu viel. The prophet added, the angel caught me falsely and pressed me so hard that I could not bear it anymore. Okay? He then released me and again asked me to read and I replied, I do not know how to read. Whereupon he caught me again. I do not... And pressed me a second time
till I could not bear it anymore. Zweites Mal hat ihn erwürgt, okay? He oh then released me. Warte mal kurz. Ich muss kurz nochmal fragen. Warte, ich dreh kurz die Kamera. Also erwürgen meinen wir ja so, oder? Ja. So. Okay. Also alles es klar. Könnte auch andersrum sein. Das fühlt sich ein bisschen mulmig auch andersrum sein. Geh weiter. Alter, das ja? ist schon mulmig, du. Again, but I replied, I do not know how to read. Thereupon, he... Flex muss ein bisschen höher machen. Ja. Ein bisschen runter. Runter. Thereupon, he caught me for the... Du musst weiter zurück. He caught me for the... Weil, ja, du musst weiter zurück mit deinem Handy. Damit ich alles drauf hab. Ja, okay. Genau so. Okay. Thereupon he caught me for the third time and pressed me and then released me and said, read in the name of your Lord who has created all that exists, has created man from a cloud. Read your Lord is most generous up to that which he knew not. Then Allah's messenger returned with the inspiration, his neck muscles twitching with terror till he entered upon Khadija and said, cover me. Sein Nackenmuskel komplett auseinandergenommen. Cover me. They covered him till his fear was over. And then he said, oh Khadija, what is wrong with me? Then he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. Khadija said, er hatte Angst, dass ihm was passiert. Hör zu. Okay, warte. Ich bin nicht fertig, Kollege. Einmal kurz dich toppen. Kannst du kurz dich toppen? Ich hatte Respekt und hab dir zugehört. Sei leise. Nein, warte. Ich bin nicht fertig. Lass ihn mal lesen, Ultimate, bitte. Ey, jetzt. Ich hab bis zum Ende hab ich hier bei dir gewartet. Lass mich zu Ende reden. Ich bin auch müde. Never but have the glad tidings for by Allah. Du musst weiter zurück, weil ich sehe hier gerade die Jungs. Du musst weiter runter, ja. Du musst weiter zurück. Ah ja, so. For by Allah will never disgrace you as you keep good reactions with your kid and du bist zu schnell hoch. By Allah, okay, ich seh's. By Allah will never disgrace you as you keep your good reactions with your kid and kin. Speak it the truth, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the serving. Clarifying once, Khadija then accompanied him to her cousin, Waraga bin Naful bin Asad bin Abdul Uza bin Osir. Waka was the son of her potential uncle. Du musst weiter zurück. Okay. Waka said, warte. Oh, my cousin, warte. Her father, brother was doing. Ey, Bruder, ich sehe, du bist weit hoch. Les mal du weiter, bitte, weil du bist mir zu. Jetzt, Bruder, warte, jetzt. Okay. Khadija then accompanied him to her cousin Wakara and Nafu by bin Asad bin Abdul Uzza bin Kuza. Wakara was the son of the parent uncle, her father's brother, who during the pre-Islamic period became a Christian, okay, and used to write the Arabic writings and used to write of the Gospels in Arabic as much as Allah wished him to write. He was an old man and has lost his eyesight. Khadija said to him, oh my cousin, listen to the story of your nephew. Waka asked, oh my nephew, what have you seen? The prophet described whatever he had seen. Wakara said, this is the same name, Gabriel, the angel who keeps the secret, whom Allah has sent to Moses. Alle merken erstmal, Moses merken. I wish I were young and could live up to the time when people would turn you out. Allah's messenger asked, while they turn me out, Wakara replied in the affirmative and said, never did a man come with something similar to what you have brought, but geh hoch. Du musst weiter runter. Okay. Weil die Jungs, ich sehe jetzt die Jungs. Okay, genauso, stopp. So, never something that you have brought was, warte. This is the, okay, Allah's messenger asks, will they turn me out? Wakara replied in the affirmation and said, never did a man with something similar to what you have brought, but was treated with, geh mal weiter nach links. Anders links. Ja, genauso. Perfekt, gelass genauso.
And, something similar with that. What you have brought but was threatened with hostility. If I should remain alive till the day when you will be turned. Wait. If I should remain alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. But after a few days, Wakara died. Wait. But after a few days, Wakara died, and the divine inspiration was also paused for a while, and the prophet became so sad. Wait. As we have heard, that he intended several times to throw. Listen, genau. He intended several times to throw himself from the tops of the high mountains, and every time he went up to the top of the mountain in order to throw himself down, also er wollte sich umbringen, Gabriel would appear before him and say, oh Mohammed, you are indeed Allah's messenger in truth, whereupon his heart would become quiet and he would calm down and would return home, and whatever the period of the coming of the inspiration used to become long, he would do as before. But when he used to reach the top of the mountain, Gabriel would appear before him and say to him what he has said before. Ibn Abbas said, regarding to the meaning of, geh mal weiter rechts, meaning of, ja okay, jetzt, und letzter Satz, ich muss letzter Satz lesen, geh zurück. The meaning of he is that cleaveless the daybreak from the darkness, that al asbar means the light of the sun during the day and the light of the moon. Okay, hört genau zu. Wir haben gerade gelesen, schwarz auf weiß, okay, dass der Engel Gabriel hat Mohammed dreimal gewürgt. Er hat ihn dreimal so gewürgt, dass er Nackenmuskel hatte, Schmerzen hatte. Dann hat Wara, der dann gestorben ist, hat gesagt, das ist der Engel Gabriel, der Mose begegnet ist. Problem ist, Moses ist noch nie dem Engel Gabriel begegnet, Nummer 1. Also kann das nicht der Engel Gabriel gewesen sein, Nummer 1. Nummer 2, der Engel Gabriel hat dieses Erlebnis zwischen Mohammed und Gabriel war so schlimm, dass er auf einen Berg gegangen ist, um sich umzubringen. Welcher Prophet, okay, wollte sich so sehr umbringen, nachdem er den Engel Gabriel getroffen hat, außer Mohammed? Jetzt ist die Frage, ist es der Engel Gabriel? Das ist schon ein Knockout. Ist es der Engel Gabriel oder war das ein Dämon? Okay. Das sind zwei verschiedene Fragen. Okay, warte. Bruder, es war Undertaker. Bruder, Undertaker, okay. Bruder. Warte, ey, warte. Er wollte Chokeslam geben. Weißt du, wie. Ey, Leute, können wir so wie erwachsene Menschen unterhalten oder wollt ihr so die ganze Zeit rumschreien und Bruder, weil du erzählst mir nur Quatsch. Undertaker. Du erzählst jetzt Quatsch, warte. Ich möchte nur was hinzufügen. Das war auf jeden Fall Jean-Claude Van Damme. Wow. Leute, okay. Ich bin erstmal weg. Einen schönen Abend. Hey Leute, kann ich euch antworten oder wollt ihr keine Antwort haben? Ja, gib uns Antwort. Okay. Erstens, der hat gesagt, Engel Gabriel und Moses, die haben sich noch nie begegnet. Ja? Wie können Sie das sagen? Erstens. Zeig mir einen Vers. Das beweisen? Zeig mir einen Vers. Warte. Zeig mir einen Bibelvers im Alten Testament, das einen Bibelvers getroffen hat. Ich will wissen, zeig mir. Ein Bibelvers. Zeig mir in der Tora. Von welchem Bibel willst du das haben? Nein. Zeig mir in der Tora. Warte. Zeig mir in der Tora, wo der Engel Gabriel, dieser Engel Gabriel, der Mohammed begegnet ist. Zeig mir in der Tora, okay, dass derselbe Engel Gabriel, weil ihr redet ja davon, dass es der Engel Gabriel ist. Zeig mir in der Tora, dass der Engel Gabriel Mose begegnet hat. Zeig mir. Erstens, du musst eines wissen. Die Bibel, die wir heute haben, Hallo. Ist nicht die gleiche, warte. Der Alte Testament, okay, den wir heute haben, du verschwendest meine Zeit. Weißt du, wieso du meine Zeit verschwendest? Willst du meine Antwort haben oder willst du einfach hier rumlachen?
Nein, ich will deine Antwort. Ich hab nicht zugehört, hör mich zu. Du hast gerade gesagt... Hey, warte, lass uns eine Grundlage machen, ja? Warte, hör mich zu. Die Bibel und der Sohn ist perfekt. Hör mich zu. Du hast gesagt, die Bibel ist verfälscht. Warte, wo ist deine Quelle? Lang? Wait. Die Bibel ist verfälscht. Ja? Warte kurz. Ich brauch nicht lange. Du sagst dazu. Ich habe dir gerade gesagt, dein Koran behauptet, okay, deine Hadithe behauptet, das ist dein Hadith, das ist nicht die Bibel, die redet, okay, das ist nicht die Tora, die redet. Deine Hadith hat gesagt, dass Moses dem Engel Gabriel begegnet ist. Ich möchte von dir wissen, okay, in der Tora, in der Bibel, Koran, irgendwo, zeig mir, wann der Moses... Aber ich will eine Sache ganz kurz klarstellen. Ultimate, warte kurz. Hast du deinen Koran bei dir? Ja. Warte, lest dein eigenes Buch. Warte, Ultimate, hast du deinen Koran bei dir? Du stellst eine Frage, der andere stellt eine Frage. Nein, ich stelle dir keine Frage. Hast du deinen Koran bei dir? Soll ich jetzt reden? Warte, hast du deinen Koran bei dir? Warte, bevor wir zu Koran gehen, ja? Lass uns eine Grundlage machen, ja? Wenn ich rede, du hörst mich zu, bis ich fertig bin. Und wenn du redest, ich höre dich zu, bis du fertig bist. Wir hören dir zu, kein Problem. Und wenn eine Frage stellt, du musst warten, bis ich ihm antworte oder bis er mir antwortet. Aber bitte gebe mir eine Antwort auf meine Frage und spring und geh nicht auf einen Berg, also und spring nicht von einer Sache zur anderen Sache. Okay? Okay. Ich habe dir eine Frage gestellt und meine Frage war, du sollst mir bitte zeigen, wann der Engel Gabriel Moses begegnet ist. Weil, wenn du mir nicht beweisen kannst, wann der Engel Gabriel Moses begegnet ist, dann hat Mohammed eine Person getroffen oder Einblick bekommen von einer ganz falschen Person. Und guck mal, Rafa, wir lassen ihn mal reden. Okay. Wir hören ihn jetzt mal zu. Okay. Erstens, du musst eins wissen. Es ist unlogisch, dass du sagst, das steht nicht in der Bibel, deswegen stimmt es nicht. Das macht keinen Sinn. Erstens, ja? Weil mein Beweis... kann ich was sagen? Okay. Und zweitens, du hast gefragt, wo steht das in der Bibel? Ich habe gesagt, der Alte Testament, die ihr habt, ist nicht der Alte Testament, die mit Prophet Moses gekommen ist. Dann zeig mir das richtige Testament, wo steht, dass Moses genau. Zeig mir das. Wurde verfälscht. Jetzt gehe ich drauf ein. Rafa, ich gehe drauf ein. Ultimate. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja? Ich will kein Beispiel. Raphael, warte kurz. Ultimate, nimm mal bitte deinen Koran und entstumm dich bitte, weil du lässt mich gar nicht reden. Deswegen habe ich dich jetzt gestummt kurz. Der blamiert heute komplett den Koran. Warte, Rafa, wir machen das noch viel einfacher. Nimm mal deinen Koran, Ultimate. Bevor wir zu Koran gehen, wir müssen... Nein, nimm mal deinen Koran jetzt. Eine Sache nach dem anderen. Geh mal auf deinen Koran kurz. Geh mal bitte auf deinen Koran. Nimm mal deinen Koran kurz. So, Leute, wir machen jetzt etwas sehr Schönes, Leute. Ganz entspannt. Ich zeig euch jetzt was, Leute. Nimm mal deinen Koran. Nein, Leute, wir machen das ganz anders. Wenn er sagt, dass die Tora verfälscht ist, Leute, jetzt zeigen wir ihm was. Hast du deinen Koran bei dir? Ja. Geh mal bitte auf Sure 3, Vers 3. Geh mal bitte auf Sure 3, Vers 3. Koran. Du googelst, mein Freund. Du hast deinen Koran. Hast du überhaupt einen Koran? Du machst Kaffeepause, mein Freund. Hast du kein Koran bei dir? Buch, Koran.
Warte kurz, es ist Nacht bei mir. Ja, aber du machst, du gehst aus deinem Handy raus und guckst Flex, vom Grund. Warte, warte, ich muss auf Deutsch suchen, weißt du? Warte. Ich habe vier Fehler. Bruder, pass auf, deine ganzen Geschirr fällt runter. Flex, nein, seine Fahrt. Ja, ich hab hier ein. Okay, warte. Er muss. Er ist über seine Pfandflaschen gestolpert. Hey Leute, das ist nicht christlich. Hört auf, Mann, Leute. Das zeigt nur so, wie gebildet ihr seid und wie hoch eure Intelligenz ist. Es tut mir leid. Kannst du lachen, Bruder? Ich weiß du. Nein, es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Es soll dir nicht leid tun. Hey, ich genieße damit. Ultimate, wir ich lachen nicht über wie reif ihr seid. Wir lachen das zeigt mit nur, dir. Wie reif ihr seid. Wir lachen mit dir. Na, kannst du es auch. Egal, lachen kannst leid. Du, wie sehr du willst. Lachen ist doch gesund. Es tut mir einfach leid. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Bitte, bitte. Okay. Suche 3, Vers 3. Suche 3, Vers 3. Ja. Ja. Kannst du uns das bitte vorlesen? Und bitte pass auf dein Geschirr. Flex, wieso musst du wieder anfangen? Alles gut, ich entschuldige mich nicht dafür. Ja, okay, lies selber. Du hast gesagt, hol das. Okay, lies selber. Nein, du hast doch dein Koran. Nein, lies selber. Du hast gefragt, lies es und sag mir, was du sagen willst. Ultimate, bitte, bitte. Hast du jetzt dein Koran bei dir, ja oder nein? Ja. Okay, dann lies mir mal bitte Sure 3 im Iran. Warum soll ich dir lesen? Das ist deine Aufgabe. Du musst es lesen. Ich mach nicht deine Aufgabe. Nein, du sollst das bitte lesen. Du hast gesagt, die Torah ist verfälscht. Dann bitte lies uns das vor. Okay. Hier sagt Sure 3, Vers 3. Lies er hat mal dir bitte das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und die Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Genau, und okay. Da steht ganz klipp und klar, lass mich mal kurz reden, da okay, steht ganz klipp und klar, sagen? Lass mich mal bitte reden. Mhm. Allah hat selber in diesem Vers gesagt, ja? Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, was vor ihnen war. Was war denn vor dem Islam? Nein. Was war vor dem Islam? Lies das selber. Warte. Nein. Du hast jetzt verfälscht die Worte. Ich bin nicht mit den Worte, ja? Ich bin nicht mit den Worte. Ich lese dir eins nach dem anderen. Warte. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart. Komma. Was? Das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Was war vor dem Islam? Es gab nur ein Islam, es gab nicht zwei Islam. Hallo. Nein, Ultimate. Was war vor dem Islam? Das Buch mit der Wahrheit, vor ihm. Nein, warte, welcher Buch wurde auf Prophet Muhammad offenbart? Bruder, ich kann besser Deutsch. Der Koran. Du kannst besser Deutsch als ich, aber verstehen tust du nicht. Du willst das besser verstehen wie ich. Schau, 100%, du sprichst besser Deutsch als ich. Du weißt mehr Deutsch als ich. Ja, 100%. Aber verstehen tust du nicht. Das ist das Problem. Lies hier. Er hat dir das Buch mit Wahrheit. Warte mal, Rafa und Koma, ganz kurz. Ultimate. Jetzt mal im Ernst. War das gerade ein Witz oder meinst du das ernst? Ja, ich du bist lustig. Kollege, ich kann die deutsche Grammatik 200-fach besser wie du, Bruder. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber das, was ich hier... Da hast du vor Recht. Ich sage auch nicht, nein.
Und deswegen habe ich dich gefragt, was war vor dem Islam? Schau, da hast du recht. Da steht doch die Tora. Aber warte. Da steht Tora. Schau, hier, was sagt der was? Lies es. Hast du das vor dir? Oder hast du nur gehört und willst du einfach sagen? Hat es dir doch hast du das vor dir oder hast du nur gehört und dann willst du das einfach sagen? Und dann die Leute sagen und dann wundern sich, wenn andere Leute hier lachen. Alle. Nein, ich meine ernst, Bruder. Wir haben es dir doch vorgelesen. Hey, Rafa, ich meine es ernst. Ja, und wir haben das vorgelesen. Wir haben es dir vorgelesen. Und da steht ganz klar, ich lese es dir nochmal vor. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart. Warte, es ist ein Komma. Hier, okay. Offenbart. Und warte, dann, lies weiter. Das zu bestätigen, Komma, okay. Was vor ihm offenbart war. Punkt. Okay, Punkt. Und, Bruder. Stopp, okay, stopp. Warte. Dazu. Aha. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Wer okay. ist er? Okay. Wer ist er? Okay, was willst du jetzt sagen? Ultimate, warte. Wer ist dieser er, der die Tora und das Evangelium herabgesandt okay. hat? Wer ist okay, das? Ich versuche euch auf wer meine Schwäche durchzuerklären, was hier die Bedeutung. Schau, erstmal, du liest mein Buch. Lass mir erklären, was mein Buch sagt, ja? Lass mir dir erklären, was mein Buch sagt. Da gibt's doch keine Erklärung. Du brauchst auch nicht Arabisch gehen. Ja. Hey, das ist mein Buch. Kann ich dir das erklären oder bist du sehr stolz, um von mir zu lernen? Wer ist dieser Er? Ich will keine Erklärung. Wer ist dieser Er, der die Tora und das Evangelium herabgesandt hat? Allah, oder? Habe ich gesagt, dass Allah nicht der Tora und der von dem Evangelium? Nein, ich stelle dir gerade eine Frage. Wer ist dieser Er, der die Tora und das Evangelium herabgesandt hat? Sei bitte ehrlich. Bist du fertig mit deiner Frage? Wer ist diese Person? Okay, ist das deine Frage? 3 Vers 3 sagt, hallo, bitte. Okay. Ich gebe dir jetzt ein Knockout. Gib ihm die letzte Chance. Warte. Lauf nicht von dem Vers weg. Warte, nein. Felix, lauf nicht von dem Vers weg. Mach das anders. Warte. Nein. Weißt du, was du dachtest jetzt? Was? Das hat keinen Wert. Bruder, du hast von deinem Islam keine Ahnung. Ich helfe dir jetzt. Das hat keinen Wert. Ich zeige dir jetzt mal was. Ich mache jetzt meine Dinger. Ich drehe das jetzt ganz kurz, Bruder Rafa. Ich muss meine Kamera kurz drehen. Und ich mache kurz den Effekt raus, Leute. Ich mache jetzt ganz kurz Prozess und dann will ich auch gar nicht mehr da rumdiskutieren, weil ich habe gemerkt, das hat keinen Wert. Ne? Leute, ich mache mich mal ganz kurz groß. Ich mache die Show beenden. So. Ich mache das kurz. Tafsir al-Jalalain. Das ist ein Tafsir, mein Freund. Okay, Ultimate. He was revealed to you, O Muhammad, the book of the Quran, enveloped by the truth with veracity in what announces, confirming what was before. What was before it of books. And he revealed the Torah and the Gospel. Mein Freund, das ist die Erklärung. Wir haben dir genau das gesagt, was wir zitiert haben in den Sure. Was okay, what does the Quran say? The Quran says what was before, and that was the Torah and the Gospel, which is the truth, my friend. Look, the Quran is saying it confirms, it doesn't say it is the truth. Okay. You want us to read in Arabic? We Muslims do believe that the Quran, the Torah, the Gospel, yeah. And the Psalms, we believe in them. My friend, you said it's wrong. The Torah is gefälscht. That is what you said. Look, warte. Was warte? You said warte. The Torah gefälscht. Is gefälscht. But warte. Here we can see that Allah says is the truth. Yeah, my God, ey. Schau. Warum ist das so schwer zu verstehen? Wir Muslimen, wir sagen nicht,
Allah hat nicht die Tora, die Evangelium und die Psalms und der Koran abgesendet. Okay. Wir haben nicht gesagt, das glauben wir. Okay, Moment, okay? Moment. Was Let me speak. Okay, oh my God, my brother, let me speak. Do you see somewhere, wo steht, dass Torah verfälscht ist? Who told you that the Torah is verfälscht? Where is it written here? Where? Okay. Wo okay. ist verfälscht? Wo? Wo? Okay. Wo? Gehst du Koran 2? 79, warte. Ey, ich, Alalo, bevor, lies mal, wenn du dieses liest, ich will nicht ein Vers, wo Koran sagt, ich will die Verfälschung, ich will wissen, das war original und jetzt ist so. Nein, nein, wir gehen auf den Vers ein, den er gesagt hat. Ja, ja, okay. Ich muss kurz, okay. Okay, and then we're gonna go to the Tafsir and see if that is really the Torah. Okay, it's no problem. I'm gonna teach you about Islam now. It's no problem. Today, Flex, you wish. Today we are teaching Muslims about their own thing. Before you teach me about Quran, first learn about Christianity. Okay, learn about the Bible. Listen, you know about our God. We are not confusing our God with your God. Trust okay, me. Then let's talk about who God is. Let's talk about who God is. Why are you afraid of talking don't about jump, who God is? Guy. Don't jump. It is you who is. Okay. Erstens, wir wechseln nicht schon wieder das Thema. Mr. Ultimate, you are jumping. And because you know that you cannot find anything in your book that means that the Torah is false, and you know it, my brother. Don't jump to God and God is not God. I don't want that topic. I said, prove me in your Quran that the Torah is false. Prove it to me, because I'm going to teach you about Islam today. And if you give me the first, we're going to go to the Tafsir. And we're gonna see what the Tafsir says about this surah. Okay? Deal? Deal. Because if not, your Allah is like this. He go left and he go right. He go left, he go right. Because your Allah doesn't know what he's saying in the Quran. So prove me that the Torah is false. Give us the first. Yalla Aziz, my brother, it's no problem. I kiss your heart. Flex. Give us the first. Flex. Warte, Rafi. Rafi hat gesagt, die Torah ist verfälscht. Er will uns das anhand der Koran zeigen, dass die Torah verfälscht ist. You should show us, but what I wanted to say is, look, we were talking about Angel Gabriel and what happened to Mohammed, that Mohammed wanted to kill himself, and then he jumped and saying, oh, the Torah, he already jumped. Are you getting my point? He already jumped. So we are letting you jumping. Jump. You can jump the way you want, but let's not get the fact that. Yeah. Let's not forget the fact that Moses never encountered Angel Gabriel. Fact. So I'm gonna give Ultimate, I'm gonna give you a chance now. You can show prove to us. Wait, Rafi, hold on. I want to make it very quick with this guy because I will prove to him that I know more about the Islam more than him. So, Ultimate, I'm going to give you a chance. Ich gebe dir die Chance jetzt, Ultimate. Show me in the books, in the Quran, that the Torah is false. And then I'm going to give you the Tafsir. If the Tafsir says that the Quran, that the Torah is switched or it's filled, so please give us a surah and I'm gonna check the Tafsir. You muted me, so how could I talk? First of all, I'll prove it to you in your Bible, okay? First. In your Bible, yo, listen. You spoke about in the Bible. In the Quran. Look. The Quran says Allah made the Quran. Okay, he give made, me the he verse. Preserved. Do you know what preserved means? Do you know what preserved means? My brother, please give me a verse that the Torah is false. Please give me a verse. Okay.
Go to. I'm giving you a last chance. Last chance. Okay, go to 2 Kings 8, verse 26. I want from the Quran that the book is filled. Please give me a verse in the Quran. Okay. Then go to Quran 2, verse 79. Okay, 79. All right. Markus. Hold on. Markus. I know what he's showing me. An alle Christen, ich weiß, es ist anstrengend und so, aber wir machen das jetzt mal so und danach wir gehen weiter. There's nothing. Okay, hold on. Oh man, this is a knockout for you, my friend. But okay. Okay, read. Okay. Aber liest das auf Deutsch, damit die anderen Leute auch verstehen können. Okay, wo ist die Tora verfälscht? Welche Schrift? Von which kind of Lies vor, der soll erklären. Lies das. Okay, doch wehe diejenigen, die die Schriften in ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah und sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben und wehe ihnen, ihnen wegen dessen, was sie verdienen. So I'm asking okay. You, which das, one? Which das book? Ist der Bibel. Is Allah speaking das, about the schau. Quran or about what? Allah redet über die Bibel. Die Bibel ist von Menschen geschrieben. Ja, okay, und so die sagen, schau, die sagen, der ist, okay, kann ich ausreden, erstens. Du hast mir eine Frage gestellt, lass mich die antworten, ja. Okay. Dann, Allah redet über die Bibel. Er sagt, die Bibel ist Gottes Wort, okay. Oder nicht? Dann lies mal das. Lieg ich falsch? Ja, okay, dann lies mal okay. Das jetzt. Okay. Ein Vers weiter nach oben. Lies mal vor. Ja? Lies mal das obere vor, ab 78. Lies mal vor. Okay. Lies du es vor? Nein. Lies du das vor? Ich dachte, du kennst dein Buch. Warum liest du das nicht? Hast du Angst? Lass mich mal reden. Let me warte talk. Mal, die Frage ist, ob du lesen kannst. Du willst immer vorgelesen haben. Guck mal. Du hast mir diesen Vers gegeben. Aber weißt du, was du nicht beachtet hast? Du hast das hier vergessen. Was steht denn okay. Hier oben? Bitte schön. Boom, okay. Boom. Okay. Ich lese dir gerade, ja? Ja. Schmille. No. Ja. Ey, wisst ihr, was mir richtig ein Knockout-Vers. Boom, boom. Boom, boom. Go. Yalla Aziz, read it for us. Das okay. Ist ein Boom, boom. I read you. Und wer war der in der Schwestern gesprochen hat? Und among them are unlettered people who know the scripture and not accept from the heresy, they only guess. Aha. Do you know what that means? So who are the person who can't read and do not understand? Ah, read, continue to 79. My friend, you do not even know continue your book. Continue to 79. Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen und die doch nur Mutmaßungen anstellen. Mhm. Okay, doch wehe denen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah ja. Und sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. So, okay. I'm going to ask you this question again. What does this verse mean? This verse means, first of all, Allah is saying, woe to those who read the scripture in their own hands and say, this is from Allah, the Almighty. Yeah? And they might purchase a small gain with it. Woe to them for what and which their hands have written, and woe to them for that which they earn by it.
Okay. This is the Bible. Okay. And I tell you why. First of all, the Bible is not the word of God. Why do I say that? Alex, can I do two? Can I do it 1 minute, please? Why do I say that? I'll prove it to you. I've got him easy. Ultimate thoughts. Can Second I, Samuel. Ultimate thoughts. 4 let verse 9. Speak, Rafa, wait, let him speak. Wait. If you go to 2 Samuel 24 verse 9, I'll go. Wait a second. We let don't it, even need yeah. to go there. Because I need one, to go there. There's one thing. My brother, you know what is the problem with Islam? You know what is the problem with your books? Let me tell you what is the problem with your books. 24 verse 9. Ultimate, are you listening? Wait, I'm not listening. Flex. Can I tell you something quick? Warte, Raphael, ganz kurz, Bruder. Ultimate, you know what is the problem with the Islam? Tell me what the problem is. Allah says, go this way, and then Allah says, go this way. Allah is like this. Links, rechts, links. Rechts, links. And then Allah goes this, and Allah goes this way. Give me a proof. Allah says, you're talking about proof. You haven't given me. Beweise das, was du jetzt gesagt hast. Oh Mann, es hat keinen Wert. Beweise das, was du jetzt gesagt hast. Next, ich mach's für dich. Nein, beweise es, was du jetzt gesagt hast. Ultimate Spots, guck mal. Weil ich wollte jetzt was lesen und dann du hast mich unterbrochen. Ultimate Spots. Ich geb dir Respekt, beweise mir das, was du jetzt gesagt hast. Ultimate Spots, guck mal. Bro, warte kurz. Eine Sekunde, ich helfe dir. Nein, du wartest jetzt, für Felix redet. Respektiere ihn, Bro. Flex, kannst du jetzt mal mein Kasa, mein Finish, please. Ja, rede, Raphael. Mach mal bitte. Warum laufst du von meinen Ultimate Sports. Ich habe dir heute 100 Fragen gestellt. Du hast nicht eine beantwortet. Aber egal. Hör mal zu kurz. Warte kurz, Raphael, ich will das nur kurz machen. Warte. So, Allah sagt schon wieder was anderes. Guck mal. Allah says again something different about the Torah. Look, dein Allah ist so, wie eine Schlange. He doesn't know. Boom, 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 boom. Allah doesn't know. Sure 5, Vers 68. Again, Allah sagt, befolgt die Worte in der Torah. Warte. Allah ist wie eine Schlange. So, Allah ist so. Warte, rede nicht. So ist Allah. Allah, so. So macht Allah. Der tanzt. Der sagt mal so. Und dann sagt er so. Und dann sagt Allah so. Du kannst, Allah sagt in der Koran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ دُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beleidigt nicht die Götter, die andere Menschen anbieten. Ultimate Sport. Die beleidigen Allah ohne Wissen. Ultimate Sport. Du kannst respektlos sein, beleidigen, der Koran sagt, ich darf nicht beleidigen. Ultimate Sport, ich mache es ganz simpel. Ich mache es sogar in Englisch. I'll do it in English for you, okay? Do you know why I don't care about your argument that the Bible is corrupt? Should I tell you the truth? I'll tell you. Look. That can be hard, Leute. Ultimate Sports, your God, Allah, is not the God of the Jew. Number one. Allah is not Yahweh. Period. Allah is not Yahweh. Number one. This is a pure fact. Allah, wait. Allah is not Yahweh. Good. If Allah is not Yahweh, Allah is saying by himself. Allah sagt selber in Sure 3, Vers 3, dass er das Evangelium und die Tora herabgesandt hat. So. Okay. Allah, stopp. Allah behauptet, etwas herabgesandt zu haben, wovon er nichts mit zu tun hat. Er hat damit gar nichts zu tun. Allah ist nicht Yahweh, okay? Allah ist nicht Yahweh. Fertig. Das heißt, die Juden haben an den heiligen Gott Israels geglaubt und der heißt Yahweh. Und Rafa, Allah hat Rafa. Nichts. Hör zu. Rafa, Allah, Rafa. Warte, ausreden Rafa. Lassen. Hör zu. Okay, don't rede. Jump, don't run, okay? I'm giving clear facts. Don't weißt jump. Du, tut don't mir leid, das zu sagen. Warte, eine Sekunde, ja? Stopp, warte. Tut mir leid, das. Ey, okay. Das ist mein Problem.
Rede weiter. Das ist dein Problem. Hör zu. Allah. Kannst du zu Ende kommen? Wenn du bereit bist zuzuhören. Wenn du mich nicht stoppst, okay. Ist schon fertig. Okay. I'm making it clear and plain. Okay? You Muslims don't have any rights to talk against the Torah or the Bible just simply because your God is not the same God as the God of the Jew. It's not the same God. And because it is not the same God, you don't have any audacity to talk bist about du mit that God. Wait, fertig, oder stop. Noch nicht? Wait, I am not done. Listen. Clearly, I'm speaking in English. You are in preacher mode. Wait. You are in preacher mode. Wait, so that someone with your brain can understand. Look. Because bro, we don't have the we are, same we are not God. In the church, okay? Can you be precise with your speech? Okay. Ultimate. Come to the Ultimate, point. Stop. Ultimate. Hey, Flex, kick den Glash, wenn er so ist. Ultimate, listen, please. I'm asking you a simple question. Ultimate, I am asking you a simple question. Is Allah Yahweh, yes or no? Ich antworte dir. Ich will eine Ja- oder Nein-Frage, bitte. Erstens, Rafa, wirklich, ich gebe dir Respekt, dass du so viele Mühe gibst, ja. Aber tut mir leid zu sagen, du redest ohne Wissen einfach. Digga, du bist ein Jahr. Ohne Wissen reden. Warum sage ich das? Warte, warum sage ich das? Warum weil du ein Jahil bist. Weißt du, was heißt, wie sagt Gott auf Hebräisch? Weißt du, wie Gott auf Hebräisch heißt? Elohim. Elohim. Und auf... Hallo. Ist Allah... Okay, let me make it more simple for you. Allah has... Okay, guck mal, ich möchte kurz eine Ruhe. Ich möchte ganz kurz eine ruhige Konversation haben. Bitte. Leute, ihr könnt gleich weitermachen. Aber ja. ich will euch mal eine Sache zeigen. Jeder soll bitte einen Screenshot jetzt machen. Und ich rede dann nicht mehr. Ich lasse dann den Bruder Rafa reden. Und das ist der Beweis, warum Jesus Christus die Wahrheit ist, Leute. Seid ihr alle bereit? Alle mal ein Herz. Ihr habt ganze Zeit geredet. Ihr habt ganze Ultimate, Zeit geredet. Du kannst gleich weiterreden. Ultimate. Und Rafa hat auch ganze Zeit geredet. Ultimate. Okay, dann laberst bitte ganze Zeit macht alle ganz kurz mal runter. Alle macht doch schlafen gehen können. Okay. Ey, ganz kurz. Rafa, eine Sekunde bitte ganz kurz. Eine Sekunde. Alle, die ready sind, bitte mal ein Herz hin. Ich will nur was zeigen. Ich sag nichts. Ich rede auch nichts. Ich will nur was zeigen. Und dann ist der Abend auch für mich gegessen. Ne? Das heißt also, ich werde jetzt relaxen und dann werde ich Fauda angucken, die Serie. Ja. Ich lasse Rafa dann auch zu Ende machen und dann, glaube ich, Ultimate haben wir auch nicht viel zu reden, weil in deinem Buch habe ich eine Sache herausgefunden und ich glaube, das ist schon ein Knockout für die gesamte Ideologie. Aber ich werde es dir auch nochmal zeigen. Weißt du, Felix, ganze Zeit du redest, du lass mich nicht reden. Ultimate Sports, wer Rafa redet. Alle ganz kurz mal stummen, bitte. Alle ganz kurz mal stummen. Ganz kurz, alle ganz kurz stummen. Eine Sekunde. Leute, wollt ihr das mal sehen? Ich mache jetzt einen Kurzprozess, Leute. Man sieht nichts. Alle mal ein Herz hin, die das sehen wollen. Da waren mehrere Herzen, zeig. Nein, alles gut. Jetzt, Leute. Sure 19, Vers 83, Leute. Guck mal, was Allah sagt, Leute. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? So, und jetzt, Leute, gehen wir zu den Tafsir. Tafsir al-Jalalain. Have you not regarded that we unleash the devils against, we have set them upon the disbelievers, to urge them, to incite them to commit acts of disobedience? Allah schickt Satane, okay, ist dann. Fertig. Ultimate, your Allah is a demon. Tafsir al-Jalalain. Allah is a demon. Fertig. Knockout. Fertig. I am done. Mehr muss ich nicht hinzufügen. Das Schlimme ist, guck mal. Your Allah is a demon. Your Allah sends out demon
to the disbelievers. He sends demons to bring them to commit acts of disobedience. Your Allah is a demon. Also, boom. Boom. Erstens, boom. Erstens, schau. Du hast Surah Maryam gelesen. Rafa, du kannst 38. weitermachen. Ich bin fertig. 1938. Bevor du gehst, warte, lauf nicht weg, Bro. Lauf nicht weg. Schau. Flex, mi pacho, fani komm. Lies, warte. Weißt du hast 38 gelesen? Du Nein, hast am 83. Anfang, als wir gesprochen haben, du hast gesagt, weißt du, Mohammed, wie wichtig der Kontext ist? Du 83, hast den Kontext gelesen. Du hast ohne Kontext jetzt vor. Sure 19, Vers 83. Ja? Sure 19, Vers 83. Das ist, ich hab noch 83. Was ist der Kontext? Ich habe noch nie eine Person gesehen, die so viel jumpt, so viel springt wie er. Du springst wie ein... Wer springt? Wie ein Hochspringer. Das Ding ist, er hört nicht mal zu, was man ihm vorliest. Er hört überhaupt nicht zu. Was ist das? Digga, lies mal, hör mal zu. Wer springt hier? Wo ist der Kontext? Du träumst. Du hörst nicht zu, was wir vorlesen, ne? Was lachst du denn, du Jahil? Bro, geh mal auf Sure 19, Vers 83. Dann geh zum Tafsir. Ich will nicht mit dir hier beleidigen, weißt du? Das ist nicht mein Ding, gegenseitig Beleidigung, Ding, das. Ey, das macht kein Kompliment für dich. So wie du willst. Der hat uns jetzt eine Stunde Kraft gekostet. Schau. Ultimate Sports. Warte. Guck mal. Ich gebe dir recht, Walla, ich gebe dir recht. Guck mal, du hast recht. Wir haben alles falsch gemacht, ohne Spaß. Guck mal, ich gebe dir recht, wirklich. Ich gebe dir heute recht, weil du hast recht, weißt du, Allah ist der einzig wahre Gott, du hast recht. Ich gebe dir den Hack, ich gebe dir den Sieg, ich gebe dir. Ich habe dir 100 Verse gegeben, ich habe nicht mal gepredigt, ich habe dir klare Fakten gegeben, ich habe dir Fragen gestellt. Du bist ein Mensch, der nicht mal Ja-Nein-Fragen beantworten kann. Du hast heute wirklich, und das tut mir für meine muslimischen Brüder leid, natürlich will ich, dass sie Christen werden, aber es tut mir für die sehr, sehr leid, du hast die heute sehr blamiert, sehr, sehr blamiert, ich weiß nicht, ob du das merkst oder so, aber du hast die sehr blamiert heute, ne, aber, weißt du, guck mal, hör mal zu, Jesus sagt dir eine Sache, Jesus liebt dich, und wenn ich du wäre, ich würde mir ganz offen und ehrlich, okay, bei dem Fundament beginnen, okay, und herausfinden, wer ist Yahweh und wer ist Allah. Wenn du das herausgefunden hast, schreib mir auf TikTok, können wir uns diskutieren. Rafa, siehst du jetzt, du willst weglaufen, wie sehr ich gewartet habe mit dir. Schmeiß ihn mal raus, Flex. Mach ihn raus, bitte. Also, ich hab ihn jetzt mal rausgeschmissen. Ich muss ganz ehrlich sein, der Kerl ist verdammt anstrengend. Das ist erstens, Wahnsinn. Guck mal, wir geben ihm so viele Quellen, damit er das wenigstens versteht. Plus, heute erfahre ich noch, dass Allah Dämonen rausschickt, damit diese Dämonen anderen, sagen wir mal, verwirrt und dass sie... Alter, wie kann man an so etwas glauben? Guck mal, wisst ihr, dass Jesus in der Bibel gesagt hat, die haben zu Jesus gesagt, dass er die Bohnen austreibt mit der Kraft des Teufels. Und Jesus hat ein Statement gegeben. Jesus hat gesagt, wenn der Teufel gegen sich selber kämpfen würde, dann würde sein Königreich nicht stehen. Richtig. So, das heißt, Jesus kämpft mit der Kraft Gottes. Ne? So, und dann... Der Ding hier, Allah, arbeitet hier mit Teufel zusammen. Macht hier Yani Pakt und attackiert andere Leute. Aber egal, Flex, guck mal, was ich sagen wollte ist, erstmal, das ist das Problem mit vielen Muslimen, guck mal. Katastrophe. Das Problem ist, ich bin keine Person, die predigen möchte, ich predige nicht. So, ich bin eine Person, wir kommen mit Fakten. Wir haben mit dem ersten Fakt begonnen und der erste Fakt war, dass Allah ist nicht Yahweh. Das ist kein Predigen, das ist eine Realität. Gut, der zweite Fakt ist, dass wenn Allah nicht Yahweh ist, ne, und Allah von sich behauptet, die Tora und den Injil herabgesandt zu haben, dann macht das von hinten bis vorne keinen Sinn, aus dem Grund,
Yahweh hat die Propheten begegnet. Yahweh war bei Moses. Yahweh war bei Abraham, Jesaja, Daniel und so weiter. Es war Yahweh. Und Allah war nicht da. Somit, wenn Allah von sich behauptet, diese Dinge herabgesandet zu haben, dann lügt er aus dem Grund, weil er nicht da war. Punkt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich predige, das ist eine Realität. Wenn ein Muslime beweisen kann, dass Allah Yahweh ist, dann können wir uns vielleicht unterhalten. Aber da es ein Fakt ist, dass Allah nicht Yahweh ist, macht es keinen Sinn. Warum? Aus dem Grund, letzter Satz, Elohim ist Hebräisch, okay. Elohim ist Hebräisch. Allah hat 99 Namen. Und in den 99 Namen steckt keiner der Namen des Gottes, des Heiligen Israels. Wir haben ihm sogar Verse gezeigt. Er hat uns einen Vers gezeigt mit Jesaja, wo drin steht Yani Mohammed, weil er nicht lesen kann. Wir haben ihm gezeigt, dass Mohammed nicht mit dem Heiligen Gott Israels wandelt, sondern mit dem Gott aus Saudi-Arabien. Das haben wir ihm gezeigt, wollte er nicht akzeptieren. Dann haben wir ihm ganz simpel gezeigt, dass Mohammed, weil er wusste nicht mal, dass Mohammed Selbstmord begehen wollte, dann haben wir ihm ganz simpel gezeigt, dass Mohammed Selbstmord begehen wollte. Das hat er dann hat er gemerkt, Mohammed wollte Selbstmord begehen, musste er dann akzeptieren, weil es in seinen eigenen Büchern ist. Dann haben wir ihm gezeigt, dass es kein Vers gibt, wo der Engel Gabriel, okay, Mose begegnet ist, weil als er dem Engel Gabriel begegnet ist, wusste er nicht, dass es der Engel Gabriel ist, sondern sein Onkel hat es ihm gesagt. Onkel, Cousin, eins von beiden, hat ihm gesagt, kurz vor seinem Tod hat er ihm gesagt, das ist der Engel Gabriel. Dann haben wir ihm gefragt, zeig uns bitte, egal wo Moses den Engel Gabriel begegnet ist, das konnte er uns auch nicht zeigen. Gut, dann, weil er gemerkt hat, er kann es uns nicht zeigen, hat er gesagt, ja, die Tora und so ist verfälscht. Dann haben wir ihm Verse gegeben, wo drin steht, dass Allah, dein Gott Allah, die Tora und den Injil herabgesandt hat. Und wir haben ihm gesagt, okay, wenn es verfälscht ist, dann zeig uns das Original. So, und nicht mal das konnte er uns zeigen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wir geben ihm sogar die Chance zu zeigen, dass die Tora oder die Bibel falsch ist, obwohl wir wissen, dass wir nicht denselben Gott haben. Eigentlich, wir reden nur mit ihm, einfach, wir spielen mit ihm, weil jeder Muslime, der beweisen will, dass die Bibel falsch ist, schießt sich eigentlich ein Eigentor, weil Allah erst seit 1400 Jahren existiert. Weil Yahweh existiert seit Beginn an und nicht Allah. Richtig, also hier Allah, hören wir Allah auch von... Allah hat ein Datum, Yahweh nicht. Ja. Wir müssen noch eine Sache müssen wir auch dran festhalten, ja. Wenn der Islam die Wahrheit ist, ja, und der Islam 600 Jahre später kam, dann gibt es ja den Islam ja jetzt, wie lange, seit 1000, wie lange gibt es jetzt den Islam? Genau, 1400 Jahre. Ja. 700 das heißt Jahre. Also, Allah ist erst seit 1400 Jahren... Jahre. Wach geworden? Ja, das heißt also, Allah ist erst seit 1400 Jahren wach geworden. 1324. Ja, und hat jetzt gesagt, oh, ich existiere jetzt. Mein Name ist Allah. Ich bin jetzt wieder da. Ich bin Gott. Allah, ich bin wieder da. Ja, also 1400 Jahre ist, ey Mann. Allah, ich bin wieder da. Wenn wir spezifisch gehen, 1324, nächstes Jahr wird der 1325. Wahnsinn. Nee. Leute, ich will euch mal, das ist so Comedy, ey, das ist Wahnsinn. Leute, ich zeig euch was. Okay. Und vor allem war dieser Typ da so hirnlos. Naja, wir wollen den ja nicht beleidigen, aber mein Gott, der wollte gar nicht zuhören. Also, Leute, ich gebe euch mal einen schönen Vers für heute. Ich möchte, dass ihr das screenshottet. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch
dass ich euch das zeige, dass Allah auf jeden Fall was mit dem Satan zu tun hat. Also Leute, Sure 19, Vers 83, Leute, screenshottet das bitte. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben? Also Leute, eine Sache müssen wir uns dran festhalten. Hört mal zu, was Allah noch sagt. Damit sie sie heftig aufreizen. Und wir wissen ganz genau, dass Satan, ja, seine Dämonen schickt, damit was? Die uns richtig aufreizen. Das wissen wir, dass Satan das macht. Ja, solange wir Gott glauben, das dürfen wir nicht vergessen, wissen wir ganz genau, dass Satan seine Aufgabe ist, seine Dämonen zu schicken, um was zu tun, um uns aufzureizen. Und hier sehen wir, was Allah macht. Allah sagt selber, dass er die Satane schickt, um die Ungläubige, ja, aufzureizen. Oh, 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 oh. So, hier haben wir aber ein Riesenproblem. Okay, Leute, jetzt gehen wir mal in den Tafsir, Leute. Jetzt gehen wir in die authentische Quelle von Tafsir al-Jalalain. Haben wir eine arabisch sprechenden Christen oder eine Christin, die arabisch sprechen können, dann würde ich das nochmal auf arabisch mit euch machen. Um das zu beweisen, dass wir hier mit jemandem zu tun haben, der dämonisch ist. Denn warum schickt Allah Satane, um uns aufzureizen? Ja. Kleinen Moment an Gypsy, ich küsse dein Herz, Bruder, komm mit einem anderen Account, ich block dich kurz, okay? Gypsy, komm nochmal mit einem anderen Account, boom. So, ich küsse dein Herz. Haben wir jemanden, der Arabisch sprechen kann? Keiner da? Nee, nicht so schlimm. Dann lesen wir es mal auf Englisch. Have you not regarded that we unleash the devils against we have set them upon thee, disbelievers, to urge them, to incite them to commit acts of disobedience? Wow, 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 wow. Also, was tut Allah? Was tut Allah? Allah tut die Satane aufhetzen gegenüber den Ungläubigen. Und wir wissen ganz genau, dass das eine Eigenschaft, also wir sehen hier, dass Allah mit Satan zusammenarbeitet. Die Satane. Satane könnte man sogar auch sagen, Dämonen. Also ist ja Allah der Satan, höchstpersönlich, weil er sagt ja Satane. Und wenn wir jetzt diese Mehrzahl nehmen, könnten wir sogar sagen, Dämonen, ja, er schickt Dämonen, um was zu tun, um uns aufzureizen. Leute, das ist ein Knockout. Das ist ein Knockout, Leute. Ne? Das ist ein richtiger Knockout. Flex, soll ich Babylon holen? Der kann doch Arabisch. Babylon, ja, Babylon, ich denke, der ist ja nicht da, oder? Ich habe ihn, also den Livestream geteilt, vielleicht kommt er. Ich habe mit dem heute noch... Ja. Allah hat sich verraten in dem Moment. Naja, egal, nicht so schlimm, Leute. Ja, Leute, ich denke, mehr muss ich nicht hinzufügen. Wir sehen hier selber, dass das etwas Satanisches ist. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ne? Es ist einfach so. Ultimate Sports, auch wenn ich von ich anfange, da kommt genau derselbe Kack raus. Ganz einfach. Ja, was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet? Ja, und dann sagt Satan, Allah, ich schicke Satan oder was? Rechtfertigt trotzdem diesen Vers nicht. Ultimate, du hast keine Ahnung von deiner Religion. Ist nicht böse gemeint, aber du hast keine Ahnung. Also Allah, darüber brauchen wir gar nicht mal reden. Alles gut. Ja, Raphael, Bruderherz, ich denke, wir sollten eine Pause machen. Na, Kumal, was sagst du dazu? Wir sollten auf jeden Fall eine Pause machen. Also, ich hätte gesagt, lass mal bis 7 machen. Nein, also, ich bin ehrlich, noch mal kurz zu allen hier, also, damit jeder mal Bescheid weiß und so. Guck mal, ja.
Der Grund, warum wir hier sind, okay, ist, wir sind Leute, die Gott lieben und auch Gott suchen mit allem, was wir haben. Wir versuchen alles dafür zu tun. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht die perfekten Christen, wir machen Fehler, wir machen alles, ne? Aber durch die Gnade des Herrn Jesus Christus sind wir da, wo wir jetzt sind und sind hier zusammengekommen mit 256 Leuten jetzt noch. Überleg mal, das ist die Gnade des Herrn, dass so viele uns noch zuhören, ne? Wir sind hier, um eigentlich, wir sind hier nicht um Hass zu reden, sondern wir sind hier, um den Menschen zu zeigen, ey, hört mal zu, ihr sollt anfangen, mal eigene Recherchen über euer Buch zu machen und über die Bibel und über die Tora. Weil, guck mal, eine Sache ist es, etwas zu lernen von deinem, auch wir Christen, eine Sache ist, etwas zu lernen von deinem Papst, deinem Pastor, deinem Bischof. Andere Sache ist, Gott für dich selber kennenzulernen und herauszufinden, wer Gott für dich ist, okay? So, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und ist gekommen, ne, und ist gekommen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben. Yahweh möchte eine Beziehung zu den Menschen haben. So, und der Grund, warum wir hier andere Religion oder andere Leute, andere Bücher exposen, ist es, weil unser Buch einfach in den letzten Jahren in den Dreck genommen worden ist. Und es wird mal Zeit, den Leuten zu zeigen, dass unser Buch nicht das Dreck ist, sondern die Wahrheit. Denn Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und die Wahrheit. Das Leben. So. Richtig. Und wir sind hier, um Jesus zu predigen. Es geht darum, zu zeigen, dass Jesus der Herr ist. Und wir wollen ganz simpel, wir sind ganz simple Menschen und wir kommen nur, was in den Büchern steht. Wir kommen nicht mit Emotionen, nicht mit Gefühlen. Wir geben dir Verse über Verse. So, und jeder, der hier drin ist, kann sich sein eigenes Bild machen. Du kannst mir zuhören, du kannst mir nicht zuhören. Aber ich bete, dass der Heilige Geist dein Herz erforscht und dass der Heilige Geist dir diese Convincement-Moment gibt, dir diesen Moment gibt, wo dein Herz weich wird und du erkennst, dass Jesus eine Beziehung mit dir möchte und dass der Heilige Geist eine Beziehung mit dir möchte und dass der Heilige Geist dir die Wahrheit zeigen kann. Jeder, der bereit ist... Ich will euch nur eine Sache mitgeben. Der Raphael ist genau wie Mensa. Das ist ein Löwe. Ich sag's euch, Leute. Wenn der Typ... Ich habe ihn aber gesagt, er wird Fußballprofi und deswegen... Er soll von diesen Sachen sich fernhalten. Ja, aber mein Glaube zu verteidigen, ich mache andere Religionen ja auch nicht schwer, Bruder. Das brennt dem Bruder so in der Seele, wenn er sieht, dass ich hier drinne bin. Er muss immer reinkommen und sagen, nein, ich muss den Bruder Flex verteidigen. So, weißt du, aber, ja. Auf jeden Fall, mir geht es am Ende des Tages nur drum. Ich bin kein Religionhasser. Wir hassen keine Religion. Okay? Ja. Wir hassen euch nicht. Wir lieben jeden einzelnen Menschen. Jeden. Jeden einzelnen Menschen lieben wir. Ich liebe jeden einzelnen Menschen. Ich habe eben gerade hier gelesen, dass einer rassistisch beleidigt hat und so weiter und so fort. Mir ist das egal. So, beleidige mich rassistisch oder so. Ich will nur eine Sache und ich will nur, dass jeder weiß, dass Gott ihn liebt und dass Gott für ihn gestorben ist und dass jeder, der an ihn glaubt, okay, eine Beziehung hat. Du musst nicht durch diese Depression gehen, du musst nicht durch diesen Leid gehen. Es gibt eine Person, die auf dich wartet und mit dir eine Beziehung führen möchte und jede Leid, den du hast, mitnehmen will. Versteht ihr? Und darum geht's. Hier geht's auch nicht um Hass und so weiter und so fort. Du wirst auch nicht von mir hier hören und ich sage, ey, ihr Götzendiener etc. Ich werd nicht so direkt attackieren, das mache ich nicht. Wenn einer kommt und mein Jesus... Und das sollte jeder Christ für sich selber wissen. Wenn jemand zu dir kommt und dein Jesus, den du so sehr liebst, dein König, so in den Dreck zieht, dann musst du ihm klar sagen, ey, Kollege, nicht mit meinem Jesus. Und musst ihm klar sagen, ey, mit Jesus so und nicht anders. Und darum geht's. Es geht nur um Jesus und mehr nicht. Und deswegen, wenn wir über den Islam reden, etc., wir exposen nur das, was gegen unseren Jesus ist. Und wenn Jesus richtig ist, dann ist der Islam falsch. Wenn der Islam falsch ist... Also was mich am meisten schockiert, ist, dass einfach Allah Satane schickt, um die Ungläubigen einfach, sagen wir mal, zu stören. Das ist schon heftig eigentlich. Das ist sehr krass. Das wissen viele nicht.
Wow, also mich schockiert dieser Vers extrem. Also normalerweise sollte ja Gott die Aufgabe sein, andere zu retten. Von aber stattdessen sehen wir hier, dass Allah Satane schickt gegen Ungläubige. Satane. Hm. Vor allem nicht Satan, Satane. Satane, Mehrzahl nehmen Dämonen. Also er schickt Dämonen, damit diese Dämonen den Ungläubigen aufreizen. Das kann nicht von Gott kommen. Weißt du, was das Schlimme ist? So was kommt niemals von Gott. Weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, dass wir Christen müssen dann diese Satane von den Menschen austreiben. Oh mein Gott, das ist ein Knockout. Puh. Wir Christen müssen diese Satane dann von den Menschen austreiben, weil Jesus selber in Matthäus 12, 25 gesagt hat, da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst unein ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst unein ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, wo ist er mit sich selbst unein? Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus treibt Dämonen von Menschen aus. Satan sendet Dämonen zu Menschen. Somit Knockout. Jesus treibt Dämonen aus. Satan sendet Dämonen. Und diese Frage müssen sich Leute indirekt mal stellen und mal sich die Frage stellen, das muss sich jeder mal stellen, wer ist Allah und wer ist Yahweh? Und wenn ihr die Antwort gefunden habt, werdet ihr merken, dass das ein oder andere keinen Sinn macht. Wir geben euch nur weise Sachen. Ihr müsst euch die eigenen Antworten finden. Und wenn einer einer dadurch Christus annimmt und die Wahrheit erkennt, dann haben wir alles richtig gemacht und alle Engel im Himmel freuen sich, dass sie jubeln, Christus angenommen hat. Was ich noch hinzufügen möchte, Rack, bist du noch da? Klar. Schwesterherz, und zwar, du hast heute starke Fragen gestellt. Du musst mir diese Fragen, also ey, ich habe jeden Tag immer wieder was Neues im Kopf, gar keine Frage, ja, aber du hast heute wirklich als Schwester zwei verdammt starke Fragen gestellt. Das ist der Wahnsinn. Du musst mir diese Fragen per Privatnachricht bitte geben. Ich habe ein Video mir auch oben. Bitte schreiben? Ja, ich habe ein Duett gemacht mit dem Originalvideo. Also, guck mal, also ich meine, in Dialog führen bin ich gut, aber das, was du heute, diese zwei Fragen, die du heute gestellt hast, Schwester, das hat mich weggeflasht. Also das, ich glaube, jeder, der hier drinnen ist und der zugehört hat, das zeigt, dass das hat mich geflasht. Also diese zwei Fragen sind so legendär. Leute, ich glaube, ein Herzchen für die Frau. Ja. Ey, das ist verdammt, die stark. Das ist doch nicht nötig. Danke dir vielmals. Boah, das ist stark. Sehr stark. Boah. Weißt also, du, der Heilige Geist offenbart Sachen und zeigt die. Und dann können wir nur ihm dankbar sein. So wie der Heilige Geist mir das gezeigt hat mit den Yeshua al-Messih, weil ich habe mir gedacht, so sag mal, warum nennen die Muslime Jesus Messias? Den Messias. Ja, er ist ein Prophet, aber den nennen Erlöser. Messias. Ja, und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, wenn Yeshua al-Messih im Koran ja vorkommt, müssen wir ja eine Sache verstehen. Al-Messih bedeutet Gesalbter. Was noch? König der Juden. Also wie kann es sein, wie kann es sein, dass die Muslime das in ihrer Schrift übernehmen? Das ist ein Knockout. Ja, total. Das hat mich ja auch so verwundert, als du das mit dem Heiligen Geist angesprochen hast. Flex. Das war auch da war ich richtig perplex, wirklich. Ja.
Weil viele das nicht angesprochen haben und das kam mir so in den Kopf. Du, ich bin aufgestanden eines Morgens, ja, und ich glaube, das muss abends gewesen sein. Da stehe ich auf und dann habe ich mir gedacht so, hey, halt, da stimmt was nicht. Die Muslime sagen, Heiliger Geist ist Jibril. Aber wenn wir in der Tora schauen, im Alten Testament, dann sehen wir aber, dass der Heilige Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, damit ist unser, damit ist Jesus Christus gemeint, damit ist der Vater gemeint. Also wie können die Muslime sagen, dass Heiliger Geist Jibril ist? Von wo nehmen die das? Das geht und gar wenn nicht. Es so ist, und wenn es so ist, Schwester, dann fragen wir uns, wenn sie an das Alte Testament glauben, dann fragen wir uns erstmal, der Gott, der gesprochen hat im Alten Testament, wer war das? War das der Heilige Geist oder war das Jibril? Der nächste Knockout. Bum, bum. Der nächste Knockout. Aber weißt du, Flex, das Problem ist halt einfach, Satan ist da, um Verwirrung zu schaffen. Weißt du? Umso mehr die Menschen verwirrt sind, umso eher werden sie ihm nachfolgen. Und genau das hat er geschafft, jetzt mit unseren Muslimen. Und ich finde das so, so schade, dass, obwohl sie so viele Facts mittlerweile erhalten haben, dass sie dies einfach nicht sehen können. Und auch wenn sie die Schrift lesen, sie verstehen sie nicht. Nee. Aufgrund der Satane. Man darf auch nicht vergessen, dass... Das ist so schade. Man darf auch nicht vergessen, dass eine sehr wichtige Sache ist, dass der Grund, warum wir Jesus predigen, ne, und nicht Mohammed predigen, ist, Jesus hat uns gezeigt, was wir tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Mohammed selber gibt uns keine... Mohammed gibt mir keine Garantie, dass ich in den Himmel komme. Nein. Ja. Er hat sogar in den Koran Versen gesagt, er weiß nicht, wo er hingeht und er weiß nicht, wo ihr hingeht. Ja. Also warum soll ich Deine so Eltern einen Propheten sind in der Hölle. Also warum soll ich so einem Propheten folgen, der sogar nicht mal weiß, wo er hingeht und er nicht mal weiß, wo wir hingehen? Also sorry, so einem Propheten werde ich niemals folgen. Das ist ja ein Irrlehrer ohne Ende. Der hat ja gar keine Ahnung, was er da schwätzt. So, und ja, das heißt, er widerspricht sich ja auch. Ja, also er sagt, ich bin ein Prophet, aber der weiß nicht mal, wo er selber hingeht. Ein Prophet, der nicht mal weiß, wo er hingeht. Obwohl er so hart ich das sagen muss, diesen Titel als Prophet hat. So. Und er weiß aber nicht, wohin er geht. Flex, weißt du, was das Schlimme ist? Letzte Sache. Lest mal bitte Sure 5, Vers 116. Du wirst ein bisschen lachen. Lest mal kurz. Bruder, ich habe meinen Computer ausgeschalten. Ich lese vor. Und wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern. Wird er sagen, Preise sei dir, es steht mir nicht zu, etwas. Jetzt, Bruder. Nochmal, musst du nochmal wiederholen. Rafa, bist du noch da? Ja, er ist rausgeflogen. Nein, nein, es hat sich so angehört, als würde jemand etwas gegen ihn geworfen haben. Satan in der Leitung. Ich glaube, das war ein Dämon, ey, ich sag's dir. So, jetzt holen wir ihn mal wieder rein. Das hat, glaube ich, einer gehackt oder so. Guck mal, also. Leute, ey, aber Rafa, soll ich ganz ehrlich sein, das hat sich so gerade angehört, als würde jemand die Tür aufmachen, was gegen deinen Kopf geworfen haben, ohne Witz. Wow, bei mir ist alles gut. Also, Leute, wir müssen beten, ich sag's euch. Und wenn Allah sagt, oh Isa, Sohn Mariams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern, wird er sagen, Preise sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du bestimmt, du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwissende, der verborgene Dinge. Stopp. Christen glauben nicht, dass Jesus, Maria und Allah eins sind. Christen glauben Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wusste Allah nicht, dass es Christen, Sohn, Heilige, Vater, Heiliger Geist glauben. Seit wann war das?
Ja, das ist eine sehr, ja, sehr Allah ist nicht allwissend. Also, der ist nicht ich sagte Allah, also wenn Allah alles weiß, ne, dann müsste er wissen, dass wir an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Die wussten doch gar nicht mal, was Heiliger Geist bedeutet überhaupt und, in dem Biblischen. Und dann sagt, aber jetzt sagt Allah auf einmal, Jesus, Maria und Allah. Wow! Also seit wann Jesus, Maria und der Vater? Seit wann das? Weil Allah nicht allwissend ist in der Schrift, ganz das einfach. Er wusste nicht mal in der Zeit, dass wir an den Heiligen Geist, also Vater, Sohn, Heiliger Geist glauben. Er wusste das nicht mal. Sondern er hat gesagt, Maria, was noch? Jesus und Allah. Jesus, was noch? Und Allah. Und Allah. So, da merkst du auch, dass Allah das in dem Moment gar nicht wusste. Das ist deswegen, eine Irrlehre im Koran, ist eine Irrlehre zu finden. Hardcore. Das ist eine Irrlehre, die im Koran Wahnsinn. Zu finden ist. Das ist keine Hadithe, das ist im Koran ein Riesenirrtum. Wie ja. ist sowas möglich? Deswegen sage ich ja, die haben in ihrer Schrift verdammt viele Fehler, aber egal, nichtsdestotrotz, Leute. Aber Bibel ist ja verfälscht. Bibel ist ja verfälscht. Ist ja verfälscht. Ja, ja, Bibel ist mega verfälscht. Ja, ja. Ja, Schwester, bitte, schick mir diese zwei Fragen bitte in meiner Nachricht, weil du hast wirklich zwei starke Fragen gestellt. Wirklich, sogar ich bin geschockt, bin ich ganz ehrlich, bitte schick sie mir. Mach ich doch. Ja, weil diese zwei Fragen werde ich parat haben, falls irgendjemand hochkommt und meint, er müsste hochmütig sein, dann werde ich Ihnen diese zwei Fragen stellen. Weil diese zwei Fragen, die waren verdammt, boah. Ja, und sie steht ja nicht drin, also können Sie die nicht beantworten, weißt du? Und somit ja. müssen Sie jedes Mal wieder zurück auf die Bibel greifen. Und richtig. Das Buch, welches ja so falsch und verändert und überhaupt abgeändert wurde und ja. Also Leute, da muss man auch ehrlich sein, das ist ein Armutszeugnis eigentlich, dass wir denen das beibringen müssen. Aber nichtdestotrotz, Leute, in die nächsten 8-9 Stunden würde ich nochmal streamen. Erstmal alle, die hier drin sind, ich küsse eure Herzen, aber Flex möchte noch was angucken, noch eine kleine Serie, bevor ich schlafe. Die Night Session war mit euch wirklich wunderschön, Leute. Ne? Und vielen, vielen Dank für die Likes hier oben und an die Brüder, die gespendet haben. Ne, Leute, vielen, vielen Dank. Ne? Wenn das freiwillig von euch kommt, alles gut. Genau, ich bedanke mich für euren Support. Ne? Und genau, Leute, vielen, 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 vielen Dank, ne, an die Brüder und die Geschwister, die hier drin sind. Und an alle, an die ich mich noch melden muss, ne, Leute, ich küsse eure Herzen. Alle mal ein Herzchen für Jesus Christus hier mal in den Chat. Ne, und vielen, vielen Dank, Leute, für den Support heute, Leute. Ne. Trotz, dass ich jetzt lange nicht da war, Leute, vielen, vielen Dank. Ja, Schwester? Wir danken dir. Ja, danke. Also gut, Leute, ne, dann gehen wir mal offline. Raphael, danke für deinen Einsatz, Bruder. Koma, auch danke. Gottes Segen an alle. Möge Jesus mit euch sein. Gute Nacht an alle. Amen. Gleichfalls. Ich habe den Berg geschickt. Suche 519. Ciao. Ciao. Gute Nacht wünsche ich euch alle. Gottes Segen. Gute Nacht euch. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.